So, was geht, meine lieben Freunde? Wie geht's, wie steht's? Schreibt's ganz gerne mal in den Chat rein. Und ich sehe Lightfight, haut gleich mal einen Zapper rein. Perfekt zum DLC, wieder verlängert. So muss es sein. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für deinen Sub hier. Freut mich sehr. Wünsche ganz viel Spaß hier bei diesem Stream. Es geht endlich los, Freunde. Ich habe lange drauf gewartet. Wir alle haben lange drauf gewartet auf DLC. Der eine feiert es, der andere eben nicht. Ich habe mir so gut wie gar nichts dazu gegeben. Auch der Trailer, der gestern rauskam. Nichts. Gar nichts. Ich wollte da wirklich unvoreingenommen da komplett reingehen. Mir das reinziehen zusammen mit euch. Einfach Spaß haben. Und ja, so sieht das Ganze jetzt eben aus. Kann mir einer von euch wenigstens schon mal sagen, falls das weiß, wie lange geht denn dieses DLC? Weiß es einer von euch schon? Ich habe auch schon Voting installiert. Nee, vorbereitet, nicht installiert. Vorbereitet. Ihr könnt einfach wieder voten. Unten links seht ihr ja die Frage. Habt ihr das DLC schon gespielt? Für Ja 1 in den Chat, für Nein 2 in den Chat. Und dann können wir gleich mal gucken zum Beginn des Streams, wer das Ding hier schon gespielt hat. So, eine Stunde schreibt einer rein. Echt jetzt? Nur so wenig? Ich hätte echt so mit 2 oder 3 Stunden so gerechnet. Wundert mich so ein bisschen. So. Also die meisten haben auf jeden Fall das DLC noch nicht gespielt. Das habe ich mir auch fast schon gedacht. Wie viel kostet das? Ich weiß es gar nicht. Ich habe den Season Pass. Deswegen war es für mich kostenlos. Ich konnte den Preis, glaube ich, nicht sehen. Aber ich denke mal nicht mehr wie 10 Euro. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Ich will hier jetzt nichts sagen, was nicht stimmt oder so. Vielleicht kann es ja einer reinschreiben, was das DLC kostet. Da haben wir das zum Beginn ja auch gleich abgeklärt. So. Aber Umfrage ist auf jeden Fall eindeutig. Dass hier natürlich die meisten das DLC noch nicht. Kriegt man nur mit dem Season Pass. Ach so, Moment mal, das DLC kriegt man nur mit dem Season Pass? Oh. Oh. Okay. Dann vergesst meine Frage. Also 31 Leute haben es nicht gespielt, 10 Leute haben es schon gespielt. Interessant. Interessant. Okay, dann will ich auch gar nicht so viel quatschen, Freunde. Wir gehen gleich mal hier rein und schauen uns den Aal mal an hier. Ich muss, glaube ich, meine Kopfhörer noch anmachen. Sind sie an? Wieso höre ich nichts? Ich höre nichts. Egal, werden wir gleich herausfinden, Freunde, an was das liegt hier. Wir gehen natürlich in den freien Modus. Warum höre ich nichts? Das wundert mich voll. So, und einen Moment, ich stelle das nochmal kurz um hier. Möchtest du die Speichern wirklich laden? Ja, natürlich, sonst hätte ich ja nicht drauf gedrückt. So. Hört ihr was? Ja, oder? Spiele-Sound. Habt ihr überhaupt was gehört? Ihr habt nichts gehört? Also ich höre schon was. Moment. Ah, es wird immer lauter. Okay. Alter, wie leise das ist. Herrn, was liegt denn das? Ist das, ist der Dings hier irgendwie leise gemacht oder so? Die Options? Habe ich irgendwie den Sound mal leise? Tatsache. Aha, Freunde. Aha. Da ist der Fehler. Da ist der Fehler. Warum ist das so leise? WTF? Jetzt hört ihr gleich alles, keine Sorge. Us. 25 Euro für 1-2 Stunden ist schon viel Geld, oder? Naja, das ist DLC 1. Es gibt 3 DLCs. Also, das kannst du so jetzt nicht sagen. Du zahlst immer bei einem Season Pass, zahlst du immer im Voraus und kriegst im Nachhinein erst die DLCs. Also, so kannst du das nicht sehen, dass du jetzt nur für dieses DLC 25 Euro hingeblättert hast. Das stimmt nicht. So. Jetzt sollte man auf jeden Fall was hören. Moment. Ah. Da ist es. Da ist der Sound, Freunde. Passt der so? Kommt der Stream auf YouTube? Kann ich aktuell nicht sagen. Ich werde wahrscheinlich keinen Zusammenschnitt machen. Deswegen eher wahrscheinlich nicht, aber will ich jetzt noch nicht hier heraufbeschwören. So. Oh, dachte, es sind nur 2 DLCs im Season Pass, dann nehme ich meine Aussage zurück. Es kostet 4,99 bei Steam. Also für 5 Euro finde ich es okay. So, mein Charakter ist auf 112. Ich weiß nicht, im letzten Stream-Part, welcher Level mein Goku war, so, das weiß ich nicht mehr. Aber
112 ist so das letzte, wo ich aufgehört habe. Und wir gehen jetzt auch gleich mal... Nein, da wollte ich nicht hin. Wir gehen jetzt auch gleich mal in das Fenster Add-ons rein. Das ist nämlich neu, wie ihr sehen könnt. Das kam mit dem Update dazu. Und hier haben wir auch eine kleine Story-Zusammenfassung. Und zwar eine neue Kraft erwacht. Story-Zusammenfassung. Von einer geheimnisvollen Stimme geführt, finden sich Son Goku und Vegeta plötzlich in einem einzigartigen neuen Land wieder. Dort trainieren die beiden Saiyajin härter als je zuvor, um eine neue Dimension der Stärke zu erreichen. So, neue Transformation, neues Training, neue EP-Gegenstände und neue Nebenstories. Ich versuche alles heute im Stream zu machen. Ich hoffe, das geht. Das DLC ist kostenlos. Es steht im Store. Ja, wenn du den Season Pass hast, aber nicht normal. Ist ja auch egal. So, und das werden wir jetzt gleich mal hier anfangen, Freunde. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich schon drauf, Gott Goku und Gott Vegeta spielen zu können. Denkst du, es kommt DBS-DLCs? Nein, glaube ich nicht. Das Spiel heißt Dragon Ball Z. Und das Training mit Whis, Beerus und so, das gehört alles noch zu Dragon Ball Z. Guckt euch erste aktuelle Dragon Ball Superfilm, der aktuelle Dragon Ball Film. Das ist Dragon Ball Super. Aber es ist davor noch Dragon Ball Z. Moshi! Soko no oftakata? Kikoete masu yo ne? Jitsu wa anata tachi ni totemo suteki na presento yoi shitan desu yo. Hora, soro soro me o akete kudasai. I? Doko da koko? Dare ka ni yobareta ki ga shita kendo. でもなんでオラこんなとこにいるんだ？カカロット？あれ？ベジータ。もしかしておめえなんかオラ呼んだの？誰が貴様など呼ぶものか。貴様と同じく俺も誰かに呼び出されたんだ。なんだ。それじゃ一体誰が？私ですよ。孫悟空さん、ベジータさん。誰だおめえ私の名前はウィスウィスさんとでも呼んでくださいウィスさんだなわかったバカめそんなこと今はどうでもいいだろう貴様なぜ俺たちをこんな場所に呼び出したなぜ俺たちの名前を知っている貴様のようなやつとは一度も会ったことないはずだぞその通りですベジータさんの言う通りこうして私たちが顔を合わせるのは初めてですですがそんなことはどうでもいいのですよどうでもいいだと大切なのはあなた方二人がかなりの強さを持っているということそしてもっと強くなりたいと思っていること。え？念のため確認しますが、お二人とも強くなることがとーっても大好きですよね。ふん、サイヤ人が強さを求めるのは当然のことだ。オラたち、もっともっと強くなって、いろんなやつと戦ってみてえと思ってる。それでは、あなたたちが強くなるのを私が手伝ってあげましょう。手伝ってって、それってオラたちと修行してくれるっていうことか？ええ。そのためにわざわざここに来てもらったのです。二人にはこれからいくつかの課題を与えますから、それをクリアしていってください。ちゃんとクリアしていけば、あなたたちはそれはもうとってもパワーアップすることができますよ。本当かそれ？にわかには信じがたいな。そもそもそんなことをしてお前に何の得がある？私に得とか損とか関係ありませんよ。重要なのはあなたが強くなりたいかどうか、ただそれだけなんです。ならばさっき伝えた通りだサイヤ人が強さを求めるのは当然のことよろしいそれでは修行を始めるとしましょうですが今回のことはいわば裏技のようなもの本当なら
こうしてここであなたと会うこともおかしなことなんです。いいですか？そこのところはあまり深く考えないようにしてください。いいですね。なんかよくわかんねえけど。わかった。いいだろう。強くなれるのであれば気になどせん。お二人には期待していますよ。ぜひとも強くなってビルス様の暇つぶしに付き合ってくださいね。ビルス様？おい、今何と言った？やってるね。Da ist er, Freunde. Eieiei. Oh ja, okte rasschattan deska? Chodo sakki ne. Bills? Bill? Bills sama da to?いやあ、ベジータ王子、久しぶりだね。なぜあなたが？ん？さっきウィスが言ってなかった？僕の暇つぶしに付き合ってほしいんだよね。暇つぶしだと？ですか？この頃、ちょっと運動不足気味でさ、少し体を動かそうと思ったんだよ。いつもならウィスに相手をしてもらうんだけど、たまには思考を変えるのもいいと思ってね。はあ。こいつは。あほん。こちらは破壊神のビルス様。宇宙一強い破壊の神様です。破壊の神？その通り。とっても強いんだよ、僕は。本当かよ。じゃあさ、オラと試合してくれよ。その破壊神の力っていうのを見てみて。バカ野郎、なんてこと。怖いもの知らずですね。僕お前にそんなこと口にできるなんてね、面白いじゃないか。まあ僕はその辺で昼寝してるから、戦いたくなったらいつでもどうぞ。もっとも今の君程度じゃ僕は満足しない。ウィスにしっかり鍛えてもらって挑むことをおすすめするよ。じゃないとあっさり消してしまうかもしれないからね。そんなに強いんか、ビルス様。まあそんなわけで精一杯励むことだね。ウィス、あとは頼んだよ。さて、これで今のあなた方の状況はよくお分かりになったでしょ。ビルス様のためにどんどん強くなってくださいね。強くなったらビルス様と戦えるんか。俺ワクワクしてきたぞ。くそったれ。強くなるのはいいが、それが奴のためだとは複雑な気分だ。さあ、それでは早速修行を始めるとしましょうか。おのおの準備が整ったら私に声をかけてください。よし、いっちやってみっか。Freunde, wie lange ging die Cutscene jetzt? Der Stream läuft seit 21 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Anfang war, aber die Cutscene ging ganz schön lang, du. Muss man feiern oder auch nicht? So, bevor ich jetzt weitermache, erstmal auf den Chat eingehen. Einer schreibt rein: Ich würde mal den Support von Bandai anschreiben, wenn ich du wäre. Um was geht's denn? Jemand anders schreibt rein: Wie bekommt man den Season Pass? Ganz einfach, man geht in den PlayStation Store oder Xbox Store oder den Steam Store, wie auch immer, und kauft sich den Season Pass. Verstehe das Problem nicht. Keine Ahnung. Ist doch bei jedem anderen, wie bei jedem anderen Spiel, was ein Season Pass hat. Alter, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Sprach in deinem Bubble heute. Was ein Season Pass hat, ganz normal. Deswegen,
Hallo Kaito Kid. Lohnt es sich, das Spiel zu kaufen? Das Spiel an sich, ja. Das DLC kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weil ich gerade erst angefangen habe. Es ging darum, dass das DLC nicht startet. Okay. Ja, da am besten ein Banner anschreiben. Also da kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht helfen. Könntest du mal wieder Storm 4 streamen? Also, Gotrix, für diesen Kommentar könnte ich dir wirklich so eine mitgeben, wirklich. Also, wirklich, so wirklich mit so viel Schmackes, gell? Dass du da lang fliegst und von da wiederkommst, so, weißt du? So ein Ding, so eine Sache ist das einfach gerade zwischen uns, so. Also, mehr kann ich dazu echt nicht sagen, so, weißt du? Ja. Auf Bills Planet kannst du... okay, was ich auch noch ganz kurz sagen möchte. Wir sagen nicht Bills, okay? Ich finde Bills den Namen absolut widerlich. Wir sagen Beerus. Wer findet Bills besser oder Beerus? Bills 1 in den Chat, Beerus 2 in den Chat. Ich finde Beerus viel geiler. Also das hört sich viel geiler an für mich, so. Keine Ahnung. Aber wir sagen Beerus. Beerus-Summer. Nicht Bills-Summer. Dankeschön. Ah, Freunde. In meiner Hose bildet sich gerade was. Ding! So, ich muss mich auf jeden Fall noch bedanken für den Twitch Prime an Bautzbier. Vielen lieben Dank, mein Freund, für dein Vertrauen, für deinen Sub und für deine Unterstützung. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß hier in dem Stream. So, jetzt machen wir aber weiter. Auf Beerus Planet kannst du deine Charaktere enorm verstärken. Wenn du das Training dort abschließt, erhältst du neue Transformationen. Außerdem gibt es eigene Stories für Son Goku und Vegeta. Wähle aus, welchen Charakter du verstärken möchtest und mach dich auf den Weg zu Beerus. Mako Let's Play, vielen lieben Dank auch ebenfalls an dich für deinen Sub. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich wünsche auch ebenfalls ganz, 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 ganz viel Spaß hier. Bills klingt wie so ein Kassierer. Klassiker wollte ich schon fast sagen, Kassierer. Ich weiß nicht, wo du Bills-Leute kennst, die an der Kasse sitzen, aber kann man so mal stehen lassen. Weiß man, wie lange das DLC ungefähr hat. Also manche haben eine Stunde reingeschrieben, manche zwei Stunden. Es ist ein bisschen schwierig. So, wir spielen jetzt gerade Son Goku. Wir könnten jetzt direkt zu Whis gehen und dort weitermachen. Aber ich wüsste jetzt gerne, wo man trainieren kann. Was ist das hier? Oh Gott, oh Gott. Freunde, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich meine, ich habe das Spiel seit dem letzten Video nicht mehr gespielt. Wie man zur Hauptstory zurückkehrt. Ah. Nein. Dann verstehe ich das. Wie öffnen wir noch eine Map? Ah, genau so. Also, wir haben hier den Planeten und wir haben so gut wie gar nichts hier. Ist das nicht toll? 1A, Freundchen. 1A mit Sternchen. So. Ja, Krillin, da bin ich doch eher auf der deutschen Variante, weil ich den Namen auf Japanisch kaum aussprechen kann. So, da hinten haben wir... Sag mal, wie kann man denn nochmal rennen? Ah, der hat's gerade gemacht. Okay, okay. Wie gesagt, ich muss kurz in die Steuer reinkommen, Freunde. Das ist schon wieder ein Weilchen her. So, können wir jetzt hier trainieren? Nein, können wir nicht. Ist ja mal wieder super toll. Wo kann ich denn trainieren? Musste ich einfach Sub da lassen? Alle deine YouTube-Folgen damals gesehen und dann auf dein Twitch-Konto gekommen. Sehr schön. Dankeschön, Marco Let's Play. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Okay, ich glaube, bei Beerus können wir trainieren. Dann gehen wir gleich mal zu dem Kerlchen. Hey. Okay, ich muss gar nicht vorlesen. Geilo. Nanda, omae ka. Nan no yo da? Moshikashite boku to tatakaitai no? In fordere den Gott der Zerstörung heraus, kannst du beliebig oft gegen Bills kämpfen. Beerus kämpfen. Tut mir leid, Freunde. Tut mir leid. Wirklich. Es war keine Absicht, okay? Es war keine Absicht. Tut mir leid. Beerus. Kämpfen. Da dieser aber alles andere als ein leichter Gegner ist, solltest du darauf achten, dass deine Charaktere stark genug sind. Okay. Tschö! Empfohlene Stufe 250! Wie sehe ich aus? Ich bin 112! Erstmal wieder gehen, das war's mal wieder. Ja, dein Maul. Hau ab. 250, Alter, da bin ich morgen früh noch dran. Was ist das hier? Achso, das ist ach, dieser Fisch da. Lul. Einfach nur Lul.
Schau, ich will auch so einen Orakelfisch haben. Ohne Spaß. Dich trainiert Wiz, also wie? Du kommst vom Planeten Erde, ja? Nur damit du es weißt, dieses Geld, was ihr da auf der Erde habt, brauche ich eigentlich nicht. Aber wenn du mir welches gibst, kriegst du Sachen aus meiner persönlichen Sammlung. Was ist das? Okay. Hau ab. Also mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Okay, ich glaube, wir müssen wirklich zu Wiz gehen, Freunde, und dort weitermachen. Wo steht denn der jetzt? Ach, hier. Oh Gott, Freunde. Das wird heute echt Synchronsprecher selbst. Ist halt echt so. Ich bin... Ohne Scheiß, Kasee, wenn ihr das seht, gell? Und ihr braucht vielleicht doch einen anderen Sprecher als für den Orakelfisch. Ihr wisst. Yoroshii desu ka? Nur damit das klar ist, die Herausforderungen nehmen im Verlauf drastisch an Schwierigkeit zu, vergiss das nicht. Wenn du dein Training abschließt, belohne ich dich mit etwas, das deine Stärke mehrfach erhöht. Dafür legt man sich doch gerne ins Zeug, nicht wahr? Okay, Freunde. Ich muss scheinbar Trainingskämpfe machen, um zu steigen im Level. Super Stufenaufstiegstraining. Beim Super Stufenaufstieg gibt es in Kämpfen besonders Kampf und Herausforderungen. Okay. Okay, wir kriegen Weihwasser. Empfohlene Stufe Level 5? Okay, das wird richtig lustig, Freunde. Legen wir jetzt einfach mal los. So, Moment. Also, das erwarte ich von dem Engel. Dass er nach einem Schlag direkt kaputt ist. Da gibt's ja eine... Herr, Moment mal, gescheitert? Aber Abschlussbelohnung war was. Wir haben was bekommen. Achso, wir müssen sogar... Guck mal, besiege einen Gegner mit einem Superangriff. Füge einem Gegner einmal Schaden mit einem Nahkampf-Superangriff zu. Ich muss ja... Ich habe ja richtige Missionen, aber ich habe das gar nicht gesehen. Oh, feia. Aber wir haben schon die Wiz-Medaille bekommen. Sehr schön. Damit wirst du zum Kaioken. Das habe ich schon. やってるね。あ、ビルス様。どうなさいましたか?何?ちょっと確かめたくなってね。どれくらい強くなったのかを。ヘヘ。ウィスさんのおかげで、俺かなり強くなったぞ。いいね。だったら手合わせと行こうか。うん。まだビルス様の望む強さにはなっていませんが。ま、やった!それじゃ、今すぐやるかい? 僕はいつでも構わないよ。Beim Limit Break Training kannst du Transformation erhalten. Durch Abschließen von Trainingsaufgaben erhältst du Zugang zur Transformation und schaltest weitere Trainingsübungen frei. Blablabla. Ultima. Ah! Hä, warte mal. Ultimative Kaioken. Wir kriegen die Kaioken. Ich hab doch die Kaioken schon. Oder krieg ich die jetzt nochmal? Probieren wir es einfach mal. Was? Yoshi! フルパワーでやってやる。それは楽しみだ。さあ、かかってきなさい。Ultimative Kaioken, da bin ich mal gespannt, wie die aussieht. Also da erwarte ich echt einiges. So, aber der hält schon mal einiges mehr aus hier, das finde ich schon mal gleich mal geil. Auch wenn das auch nicht ein langer Kampf hier wird, Freunde. So. Ah, Moment. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Goku, was machst du? Boah, ich muss erst voll in die Steuerung wieder reinkommen. Ey, das ist so unglaublich krass, ey. Aber den Kampf habe ich definitiv gewonnen. Hast du normale Kaioken? Krass. Ja, aber einer scheint jetzt rein. Nein, ist einfach die normale. Ja, die normale habe ich doch schon. Warum kriege ich die jetzt nochmal? Suki! Hola, zenryok de yatta no ni. Birus-sama, zenzen yoyu da. Konna mon daro ne. 今の君は まだまだほらやれぞ その状態じゃ無理だね それに今の君になんぞ興味はない ウィス。はい 僕は昼寝の続きをやる 後のことは頼んだよ わかりました Ist es nicht so, wenn er ein Nickerchen macht, dass der locker 700 Jahre schläft oder so? Keine Ahnung. Also bei einem normalen Schlaf sind es so wahrscheinlich 7000 Jahre so. Beim Nickerchen sind es 700 so. Beim Dösen vielleicht so 70 Jahre so, 80 Jahre so.
Powernap sind vielleicht so 25 Jahre so. Oh Mann, ey. Self, du bekommst so viele Erfahrungspunkte, so um die 2 Millionen Stück und das pro Trainingskampf. Okay. いいえ、そんなことありませんよ。先ほどの試合はあなたの素質を見極めるための戦い。もし素質がないと判断されたのなら、あなたは容赦なく消されていたでしょ。え、本当かよ。ですが、あなたはこうして生き残っている。つまり素質ありと認められたのですよ。 そうなんか? だったら嬉しいけんでよ。 ですが、まだそれだけです。 これからはあなたが持つ力をより解放できるよう修行をしていきますよ。 ああ、俺はもっともっと強くなって ビルス様を驚かしてやる。 その意気です。 そのあなたの意志に敬意を表し、 一つ 力を解放してあげましょう。 Hä? Son Goku kann jetzt Kaioken verwenden? Irgendwie, ich verstehe das noch nicht. Als ob Whis Goku die Kaioken beigebracht hat. Das war doch Kaioshin hier. Nicht Kaioshin, der Kaio. Sorry. Aber Dings, Wo macht das Sinn? Sorry, Ura mo tsukaen da kendo na. Oya, oya, so deshita ka. Shikashi, sekkaku ganbatta no desu kara nani ka. Hm, naraba, kochira o sashiagere koto ni shimashio. Weihwasser. Uha, sunge! Thank you, Ishi-san. Kono choushi de ganbatte ikeba. もっと素敵なことが起こりますよ。本当か。俺ワクワクしてきたぞ。さて、それでは次の修行の話をしましょうか。次からはこの私と実戦形式の試合をやってもらいます。Ich bin auch gerade gegen dich angetreten, du hast Kassel, Bruder, was willst du von mir? これまでの修行で培ったものを私にぶつけてください。まあ、私はとっても強いので。 Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Synchronstimme von Whis ohne Spaß, ich finde die so geil. Es ist der Typ, der das macht, gell? Das ist echt ein Genie, wirklich. Also der, wie er Whis spricht, auch Beerus, auch mega geil. Aber wenn ich mich echt entscheiden müsste, ich glaube, ich würde Whis eher geiler finden als Beerus. Aber die Stimme ist halt im Japanischen, auch im Deutschen ist die sehr, 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 sehr gut. Aber wir können mal kurz eine Umfrage draus machen, weil mich das echt interessiert. Moment. So, ihr habt unten links das Voting. Schreibt's mal rein. Findet ihr Whis besser, dann eins in den Chat, oder Beerus, dann zwei in den Chat? Würde mich mal echt interessieren. とはいえ、ビルス様と遊んで疲れたでしょ。少し休憩を取りましょうか。 So, einen Moment kurz, da will einer einen Bann haben. Ich habe kein Problem.休憩を取った後、準備ができたら私に声をかけてください。うん、わかった。 So, das Weihwasser muss ich jetzt wahrscheinlich trinken, oder? Oder mein Pipi damit überträufeln. Gucken wir uns das mal an. Gegenstände. Wo ist mein Weihwasser? Bin ich jetzt komplett lost oder so? Wo ist mein Weihwasser? Hey, wie unter Knochen? Hä, da ist doch kein Knochen. Gegenstände? Ist es hier vielleicht? Ah, hier.
Erhalte 5000 Erfahrungspunkte, gilt von Stufe 1 bis 50. Hä, aber kann ich das jetzt nicht... Lul. Okay. Frage beantwortet, kann ich gar nicht nutzen. Sate, soro soro shugyo o saikai shimashouka. Limit Break Training beginnen. WTF? Super Saiyan der Legendär. Guck mal, ich krieg hier die ganzen Fähigkeiten. Warum krieg ich die hier nochmal? Bruder, ich hab die schon. WTF? Aber egal, können wir machen. Wir machen jetzt einfach die ganze Zeit diese Trainings hier. Ah, Moment mal, einer hat gerade noch reingeschrieben, ich soll die Kamera unterstellen. Das kann ich gleich machen, ich habe das total vergessen zu machen. Voting machen wir auch aus, also ihr findet Wiz geiler. Das hätte ich mir aber auch gewünscht, dankeschön. Und die Kamera mache ich gleich runter, ich muss dann nur kurz sehen, wo die Lebensbalken sind und so. Dann kann ich das perfekt anpassen, mache ich beim nächsten Kampf. So, dann machen wir das ja alles mal schnell durch. So, jetzt habe ich kurz Pause gemacht und jetzt kann ich auch die Facecam verschieben. Uno momento. So. Moment kurz. Seht ihr, ich mache gar nichts und die Kamera bewegt sich. Seht ihr das? Das ist so ein richtig bescheuerter Bug. So. Uno momento, also ab hier etwa, das sollte hier passen. Heißt, ich muss das jetzt nochmal kurz einzeln auswählen. Zack. So, passt, Freunde. Habe ich nicht dran gedacht, aber haben wir jetzt auf jeden Fall ausgebessert. Oh, Freunde, er haut endlich mal raus hier. Am Ende vom Limit Break Training neue Transformation. Ah, okay. Okay, dann werden wir das auf jeden Fall auch machen, Freunde. Gar nicht dran gedacht, dass das vielleicht so... Ich habe gedacht, die Transformation kriegen wir vielleicht einfach so oder so, keine Ahnung. Aber gut, dann weiß ich Bescheid. Diese ganzen Missionen, sind wir mal ganz ehrlich, muss ich die machen? Oder kann ich auch einfach so Wisp besiegen und die Menge an Weihwasser, was ich so bekomme, durch den normalen Abschlussbonus, reicht mir das? Nein! Also, oder nein zu den Aufgaben. Okay, nein und ja, also stimmt so, wie ich es gesagt habe. Ja, Gott sei Dank. So, was haben wir eigentlich noch für Attacken? Wir haben noch die Drachenfaust, die kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht. Zack, da bitteschön die Drachenfaust. So, was haben wir noch? Ultimative Genki Dama, die ist auch ziemlich geil. Die ist sehr, sehr, sehr groß. Da brauchst du gar nicht versuchen, Wiz. Oha, wie viele Missionen ich scheinbar geschaffen habe. 3 Stück oder so? Ja, 3 Stück. Guck, da habe ich jetzt insgesamt 13, 16, 19 Dinger bekommen. WTF. Ha, cool. Aber die nächste Genki Dama ist dicker. Ach, es gibt noch eine heftigere. Weil ich habe schon die letzte, glaube ich. Oha. Super Supreme Weihwasser. Aha, Supreme. Wer kennt's nicht, Freunde? Wer kennt's nicht, Supreme? Also die ultimative Genki Dama ist, glaube ich, die letzte Genki Dama. Bin mir aber auch gerade nicht sicher. Lol. Alter, wie schützt man sich nochmal? Hä, der schützt sich nicht. Hä, warum schützt er sich nicht? Ah, okay, so. Wie gesagt, Freunde, ich muss echt noch kurz hier reinkommen. Das ist total ungewohnt gerade für mich. Ich meine, selbst auf 100 kann der gar... Lul.
Lul, er hat sich so verstärkt, oder was? Wie cool ist das denn? Aber weiß einer von euch, ob man Beerus zum Beispiel auch freischaltet nach dem DLC? So als Charakter, den man dann vielleicht auch spielen kann? Alter, meine Leben, gar nicht gut. Jetzt muss er echt aufpassen. So, müssen wir gewonnen haben. Sehr schön. Mit den Belohnungen kannst du dich hochleveln. Aber ist es dann tatsächlich so, wenn ich Beerus besiegt habe, dass es dann vorbei ist? Tschö, da geht's ja noch höher. Hier. Ah ne, das ist aber... Okay, Stufe 150, aber es ist trotzdem Supreme-Scheiß hier. Kannst du dich nicht auch in Super Saiyan 3 transformieren? Ja, kann ich machen, aber dann verliere ich an Ki, aber ich habe mein Training so weit gebracht mit Goku, dass ich im Super Saiyan 2 kein Ki verliere. Deswegen nutze ich eher die Form. So kann ich mehr Genki-Dama spammen und so einen Scheiß. So, dann würde ich jetzt nochmal sagen, wir gucken uns das jetzt nochmal an, ob wir da vielleicht irgendwas nutzen können. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen an Weihwasser gesammelt. Wo war das? Hier, beim Essen war das. So, bis 100, hier bis 150, die Supreme Weihwasser, und die kann ich auch schon nutzen. Oh, Feier. Köstlich schmüchtlich. hätte mir lieber die Originalstory von dem Film gewünscht. Ja. Kann man machen. So, keine Ahnung. Mir ist das eigentlich egal. So, Hauptsache ich habe meinen Spaß. So. Gehen wir innerhalb von einer Minute Dings da. Habe ich eigentlich wieder Full Life oder bin ich verletzt? Ah, ich bin wieder Full Life. Okay. Versuchen wir es mal, Freunde. Also das DLC finde ich bis jetzt noch sehr gewöhnungsbedürftig. So, haus rein. Der kann einfach gar nichts machen, ey. Kann einfach so zugespammt wird von mir. So, bitteschön, Freundchen. Oh ja, ess ruhig deine Erdbeere wieder. Merkt ihr das eigentlich? Man sieht einfach gar nichts mehr, weil einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Effekte durch die Gegend fliegen. Das ist so krank. Aber hier, falls ihr Super Saiyan 3 mal sehen wollt, bitteschön. So, Moment, Objekte, Ultra Heil Limonade, genau. So. Boah, wie viel der aushält, ey. Aber jetzt merke ich erst, der ist sehr unterschiedlich sein. Der ist nicht nur das Gleiche. Ich finde aber auch gut, dass er auf sowas geachtet hat. Dass er immer andere Sachen probiert. Junge, Alter, wie er übertreibt. Ich will gar nicht wissen, wie Beerus am Ende ist. Ja, oha. Alter, ich komme hier gar nicht mehr raus. WTF? So, wir haben ihn gleich besiegt. Sehr schön. Puh. Diese 3-Minuten-Kämpfe, die kriege ich bisher immer ganz gut hin. Hier ist auf 200, das ist eklig. Ich musste den Spam, um zu gewinnen. Was? So schlimm, oder was? Uff. Guck mal, Kaioshin. Also es könnten jetzt noch 2 Stufen kommen. Die 200er Stufe und die 250er Stufe. Aber was kommt nach Gott? Kaioshin. Engel. Engel ist wahrscheinlich die letzte Stufe dann. Aber das traue ich mich jetzt noch nicht. Warte mal ganz kurz. Ich habe das ja schon fast gerade gar nicht mehr geschafft.
Ich will ihn wenigstens noch mal ein bisschen hochpushen mit dem Zeug, was ich wenigstens gerade bekommen habe. Kein schönes Letzte? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. Es nervt halt echt, dass man das nicht auf einmal reinballern kann, so. Okay, ich habe ihn bis 130 was? Ne, 129. Puh. Limit Breaker Training. Soll ich das jetzt machen? Oder machen wir das Limit Breaker Training? Ja, die gehen schnell. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass danach jedes Mal eine Animation kommt, wie er mir die Fähigkeit gibt. Lul. 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 まだまだ、ういっさんには届かねえけんどな。お、それはしかたありません。ですが、人の存在でここまで可能性を秘めているあなたは、実に珍しい存在です。あのさ、スーパー。お、いや、そうでした。あ、だ、聞いてみよう。この、この調子で。セグッド。Einer schreibt, brauchst dich nicht mehr dran zu mir. Ja, das, ich transformiere mich nicht. Ich habe es ja so eingestellt, dass ich keinen Key mehr verliere. Ist so ein spezielles Training, was man machen konnte in dem Spiel. Ich kann bis Super Saiyan 2 mich so von gleich von Anfang an transformieren. Das macht er automatisch. Ich kann auch gleich Controller so reinhalten. Und er macht es selber. Und ich verliere dabei keinen Key. Also hier. Macht alles von selber. Machst du das auch noch mit Vegeta? Gibt's mit Vegeta noch mal was Unterschiedliches? Weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sich das lohnt so. Ganz ehrlich, lohnt sich das mit Vegeta? Ich weiß, man kann es auch mit Dreifach machen. Aber das habe ich noch nicht freigeschaltet. WTF, Alter. Komm nicht mal an den Rand. Nur so ein bisschen wenig Leben hat er. Egal, geschafft. Safe, lese mal die Cutscene, wenn du die Mission gemacht hast, okay? Ich klicke mich aber schneller durch. Okay, ich kann nicht klicken. Oh, dieser Blick. Anusa, Super Saiyajin 3 nara, ora mo narenu nda kendo. Oh ja, so deshita ka. Naraba, kochira o sashiagegeru koto ni shimasu. Wiz muss da auch die ganze Zeit denken, warum sagst du das nicht vor, dass du bis Super Saiyan 3 wenigstens kannst? Dann können wir das Training gleich überspringen. Nein. Goku sagt es Step by Step jedes Mal beim Neuen. Wiz-san no okage de, ora sungei tsuyoku natte kita kanji ga suru zo. Kanji dewa arimasen. Jissai ni tsuyoku natte iru no desu. Sono shoko ni. Diese Lache. Goku-san no seichou ga kininatte amari nemurenakattan ja arimasen ka? Jōdan wa yose. Suimin wa jūbun toreta ni kimatteru daro. Ima sakki okita toko da yo. Sou desu ka? Bills-sama ga sou oshisharu nara sou iu koto ni shite okimashyo. De, omae ようやく使い物になるくらい強くなったようだね。 わかるんか、 ビルス様。 まあね。 しかし。
これなら案外楽しめるかもしれないな。ねえ、悟空さんなら大丈夫だと思いますよ。よし、それじゃさっさとスーパーサイヤ人ゴッドになってもらおうか。スーパーサイヤ人ゴッド？なんだ、説明してなかったのか、ウィス。スーパーサイヤ人ゴッドとは、6人の正しい心を持つサイヤ人によって一時的に生み出されるサイヤ人の神を指します。Das würde ich aber geil finden, wenn die Szene wenigstens ins Spiel mit reinkommt, dass dieses, ja, lass uns bitte an die Hände anfassen und machen. Das wäre schon ganz geil, wenn das kommt. つまり、悟空さんとあと5人のサイヤ人がいれば、スーパーサイヤ人ゴッドになれるというわけです。5人もサイヤ人ってそんなにいんのかな。まあそれについては私が何とかするのでご安心を。なんとかするって、やっぱすんげんだなウィスさんって。それにしてもスーパーサイヤ人ゴッドか。スーパーサイヤ人にまだ上があったんだな。Das wäre halt zu lustig, wenn die hier jetzt so eine Einblendung gemacht hätten. Aufgrund von Corona durften sich nicht so viele Leute treffen in der Öffentlichkeit. Deswegen konnten wir die Szene leider nicht mit in das Spiel bringen. Ich schwöre, wenn das kommen würde, gell? Lachkick des Todes. Ich glaube, ich wäre einfach tot gewesen vor Lachen. Das wäre halt sowas von Ehre gewesen. あなたが望むなら今すぐにでもゴッド化の準備を始められますが、どうします？ OK、スーパーサイヤ人ゴッド gegen Beerus sogar。 Oh、 Alle bekommen Bußgeld。 Das ist halt echt so。 わかりました。それでは私の方で準備をしますので、少々お待ちを。Dim, dim, dim, dim. Oh! Um Son Goku zu helfen, zum Super Saiyan Gott zu werden, ruft Whis Son Gohan, Son Goten, Vegeta und Trunks herbei. Ach, die haben sogar den großen Trunks geholt? Die haben. Die haben einfach einen anderen Trunks aus einer anderen Zeit geholt! Die haben auf Videl drauf geschissen. Die haben Videl einfach weggelassen. Videl ist einfach nicht vorhanden, Freunde. Ja. Wie geil ist das denn? Okay. Außerdem holt er den Trunks aus der Zukunft hinzu. Oh, das Bild ist aber sick. Das Bild ist aber sick. Das muss ich echt mal ganz kurz abspeichern oder so. Keine Ahnung. Screenshot speichern. Nun kann Son Goku endlich ein Super Saiyan Gott werden. これがスーパーサイヤ人ゴッド。待っていたよ、この時を。待たせちまって悪かったな、ビルス様。けど、これで思いっきり戦うことができるぞ。本格的な運動は実に久しぶりだ。少々力のコントロールが甘くなるかもしれん。コロッと殺してしまったらすまんな。大丈夫だ。今のオラはそんな簡単にやられたりしねえ。はあ、その自信と度胸は認めてやる。だが、肝心の実力はどうかな？せっかくゴッドになったんだ。がっかりさせるなよ。ああ、行くぞ、ビルス様。せいぜい楽しませてくれよ、孫悟空。Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich so spielt. Hat er wenigstens anderes Moveset? Nee, genau dasselbe, BTF. Kann er die Genki-Dama machen? Oder bleibt der geht raus, oder? Oder bleibt er in dem Modus? Der geht raus, lol. Ach du Scheiße, das geht nicht ab. Yeah.
Lass mich raus! Geh mit dir! Oh Gott, oh Gott. Oh, weg, weg, weg. So, Moment mal. Drachenfaust müssen wir einsetzen. Das will ich sehen, wie das aussieht. Mann, verpiss dich. Oh, jetzt kommt der Scheiß schon wieder. Endlich erwischt. Okay, Drachenfaust sieht cool aus. Sieht nicht groß anders, aber... Oh, fuck, der will wieder hinter mir. Alter, diese Attacke, gell? Die geht mir so auf den Piss. Alter, wie der mich in den Boden rammt. Der ist Level 100 und stärker wie ich. Hör mal auf zu spammen, WTF! Moment mal, wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen unseren Burst-Modus noch einsetzen. Alter, Beerus, hör auf jetzt, wirklich. Bevor ich mich vergesse. Oh! 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 Nein, vernicht ihn doch! So. Wow! Mega! Was kommt jetzt noch? Was ist das? Was war denn das? やるじゃないか。本当に久しぶりだよ。僕を相手にここまで戦えるやつに会えたのは。しかもスーパーサイヤ人ゴッドの力を短時間で自分のものにするとは。本当に面白いやつだ。 スーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということは、あなたも神の一端に触れることになります。むやみやたらと振り回していい力ではありませんが、あなたなら大丈夫でしょう。そういうことでいいんですよね、ビルス様。いずれお前の力が僕の役に立つ時が来る。 その時までせいぜい力をつけておくことだな。期待を裏切るんじゃないぞ。ありがとうな、ビル様。あれ、 die Musik. これで修行は終わりですね。お疲れ様でした。私もなかなか楽しい時間を過ごせましたよ。あ、そうだ。 あの、サウイさん、また修行したくなったら、オラの相手にしてくんねえかな。ほう。ウィスさんとの修行はすんげえ力尽くしよ。だから、な、頼むよ。まあ、いいでしょ。ビルス様の相手をしてくれましたし、特別サービスですよ。 Innerlich denkt es sich so einfach, ich bin schon der heftigste Dragon Ball Charakter, den es gibt. Du kannst nur im Superangriffsfähigkeitsbaum Gott Kamehameha erlernen. Wo findet man das denn nochmal? Charakter war es hier, gell? Kombo Stufe 1, Gott kam mir mehr. Krank, ey. Super Saiyan Gott. Super Saiyan Gott. Also, Auto. Ah, guck mal, Auto Super Saiyan Gott. Das würde ich gerne haben, aber da müssen wir noch ein bisschen was machen. Verbesserter Kreistodesstoß. Machen wir natürlich alles weiter. Ich habe hier genug Stuff.
Ich meine, ihr müsst nur links mal gucken, wie viel Z-Kugeln ich habe. Es ist nicht mehr normal, wie viel ich von dem Zeug habe. Aber hier kann ich, glaube ich, nichts mehr machen, oder? Doch, das kann ich noch machen. Guck mal, jetzt habe ich auch Auto Super Saiyan 3, endlich. Aber wie bekomme ich denn das hier? Was ist denn da, was meinen die denn damit, mit dem Sternchen 5 drunter? Also wie wird denn das freigeschaltet? Weiß das einer von euch? Aber das war gerade schon echt heavy, ey. Also das war ja wirklich Next Level Shit gerade hier. Gott kam mir mehr. Machen wir mal Limit Break weg. Scheiß auf das. Gott kam mir mehr rein. Entfesselt ein zerstörerischen Ki-Strahl, haltet der Taste verbraucht und mehr Ki und verlängert die Angriffsdauer steigernde. Mein Gott. Obwohl, wir lassen mal hier das Gott-Kamehameha drin und hier oben machen wir das Limit Breaker rein. So, Auto Super Saiyajin 3. Level 150 oder 200. So hoch muss ich sein. Im Grunde ist das die zehnfache Kamehameha aus GT. Also, wir haben... Es ist jetzt so, wir haben das durchgespielt, oder? Wir haben jetzt mit Goku das durchgespielt. Mehr kann man nicht machen. Oder? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Wir haben das jetzt für eine Stunde für Goku gebaut. Klar, ich habe auch ein bisschen rumgetrödelt und ein bisschen Spaß gemacht und so. Aber im Grunde haben wir es mit Goku jetzt fertig. Da kommt jetzt nichts mehr. Bis auf Training und 250 Euro machen. Ja gut, aber kommt da noch mal eine Cutscene bei der Nebenmission hier? Achso, beim Fisch? Das ist keine Nebenmission. Da kann ich kaufen. Und du bist mit Goku fertig. Also, das mit Vegeta können wir eigentlich machen. Da habe ich gar keinen... nichts einzuwenden eigentlich. Aber schon ein bisschen arg wenig. Muss ehrlich sagen. Ein bisschen arg wenig ist es schon. Ja, aber hier bei dem Beerus kommt da dann noch irgendwas, wenn ich den jetzt besiege? Oder sagt er das nur in der Kopf gar nichts so? Aber wenn da keine krasse Cutscene kommt, dann spare ich mir das. Ja, guck, nö. Also wenn da nichts kommt, dann hebe ich mir das auf, dann brauche ich das nicht machen. Gruppe, wir wechseln mal ganz kurz. Ich würde gerne Vegeta als Hauptcharakter nehmen. So, und jetzt gehen wir nochmal zu Whis. Yoroshii desu ka? So! Du kämpfst am Schluss noch gegen Vegeta und dann kämpfst du noch gegen Beerus mit Vegeta. Laber keinen Scheiß. Als ob. Jeder Cutscene ist noch viel heftiger. Ja, dann machen wir das auch. Vegeta, ist ja nicht so, dass ich das nicht machen will oder so. Ist alles kein Problem, machen wir. Die geilen Kämpfe fangen wieder an, Freunde. Aber ich werde jetzt so ziemlich jede Cutscene überspringen. Weil die sind ja wahrscheinlich gleich, oder? Oder sind die anders? Hm, toriaizu, shugyou wa kokomade desu. Nani? Mou owari ka? ご安心を。修行はまだ続きますよ。これまでやってもらったのは、いわばウォーミングアップ。ここ今のあなたはようやくもっと強くなるための基礎ができたと。次は私と実戦形式の試合をやってもらいます。もちろん。思い切りの。やめやがって。 Nur, dass eben Vegeta sowas sagt, hey, du, du überheblicher Bastard und so ein Zeug. Also im Grunde ist es genau dasselbe. Okay, dann das überspringen wir mal. Also die Form kriegen scheinbar einen sehr krassen Boost hier. Wir werden das jetzt einfach mal testen, Freunde. Ich gucke mir das jetzt mal mit Vegeta an, wie das aussieht. Und bis Super Saiyan 3, wenn wir Super Saiyan 3 gelernt haben, da machen wir dann ganz kurz Pause und gucken uns das natürlich wieder an.
So. Moment kurz. Charaktere, genau. Und jetzt Fähigkeiten. Auto Super Saiyan machen wir weg und nehmen ihn hier. Wo waren das denn? Bin ich jetzt irgendwie blind oder so? Ah, Moment mal, Auto Super Saiyan machen wir. Moment kurz. Achso, hier war das, genau, Super Saiyan. Ich muss mich jetzt selber in den Super Saiyan verwandeln, aber ich muss die Autoscheiße daraus machen, gell? Entfernen, so rum, genau. Jetzt gucken wir uns das mal an, wenn ich mich in Super Saiyan verwandle, was da passiert. Stimmt, Vegeta hat ja gar kein Super Saiyan 3. Huch, da war ja was. Huch. So, Moment. Limit Breaker Training beginnen. Aber dann kommt es ja wahrscheinlich hier schon, gell? Ja, dann spare ich mir das kurz noch. Dann machen wir das kurz hier mit dem Training. Ja, was soll da jetzt anders sein? Also für mich ist da nichts anders. Die Transformation sieht gleich aus. Stärke ist auch da, also... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch blind, ich weiß es nicht. Safe fühlt sich verarscht. Ein wenig. Ein wenig. So. Es wird eine Nebenmission geben. Goku versus Level 42 Vegeta, dann die beiden gegen Level. Okay. Dann wir machen jetzt erstmal Vegeta fertig und dann können wir gerne weitermachen. Alter, Ultra-Instinkt, oder was? WTF? Alter, Whis, der hat einfach Ultra-Instinkt. Also, er kann ja Ultra-Instinkt nutzen, das ist kein Scheiß, Freunde. Der muss sich nicht dafür verwandeln oder so. WTF, wie das einfach aussah. Ultra-Instinkt wäre schon ganz geil. Ich muss auf jeden Fall auch noch die Fähigkeit kurz rausmachen mit den Leben. Ich habe voll vergessen, dass ich das noch drin hatte. Charaktere. Welches waren das nochmal? War das ungezügelte Macht? War ja, genau, das machen wir raus hier. Und machen dafür einfach König des Kies rein. Also den Season Pass werde ich mir noch nicht holen. Warte erstmal ab, was noch kommt. Ja, da wird bestimmt noch das eine oder andere krass kommen. Ich glaube, dieses DLC ist wirklich dafür da, um die Charaktere so krass zu pushen, dass die bereit sind für das nächste DLC. So könnte ich es mir jetzt vorstellen, so. Keine Ahnung. Das ist so meine Hoffnung, die ich jetzt gerade habe. Weil das DLC ist schon vom Inhalt her ziemlich schwach. So, bis auf diese Kämpfe halt hier. Wisst ihr, wie ich meine? Digga, wie er mich abfuckt. Dicker, verarsch mich da nicht. Lol, er weicht da einfach auch aus. Ja, hoffentlich verschluckst du dich und stirbst dran. Huch, was ist denn da passiert? Whis ist ein Mann. Hä? Also, Moment mal ganz kurz, dass wir jetzt hier mal eine Sache kurz klarstellen, okay? Sidari, das ist wieder der Moment, wo ich dir ebenfalls auch eine mitgeben könnte. Er hat doch eine Schwester. Bardos. Hä? You know what I mean, so? Er ist ein Mann, auch wenn er eine weibliche Stimme hat. Das ist so dieser Moment, wo ich so aufstehen möchte, so wirklich aufstehen möchte und einfach den Raum komplett verlassen möchte, so wirklich. So wirklich einfach gar nichts mehr machen möchte, so wirklich. Das ist so... So ein Moment ist das, wirklich. Ist alles okay, safe.
Bitte gib mir mein gegiftetes Sub zurück. Na, ist natürlich alles nur Spaß, Freunde, aber... Slap the chat. Oh, weia, ey. Alles nur Spaß, Freunde. Sidari, nimm das nicht zu ernst. Es muss nur ein bisschen Spaß sein hier. Alter, die Dinger kommen von überall, ey. Ist unglaublich. Ich bin echt gespannt, was Vegeta für Animationen hat. Oh Mann, ey, hört doch mal auf, Alter, wirklich. Sehr schön. Das sind Manga-Spoiler mit Whis. Hä, was ich gerade gesagt habe? Mit Vados? Was? Hä? Bruder, willst du der Nächste sein? Badako, ich bereite schon mal vor. Willst du der Nächste sein? Nein, Spaß. Zaino, du bist ein Ehrenmann. Er hat's einfach geklippt. Oh, ist das geil. Puh, Freunde. Also ihr unterhaltet mich gerade mehr als das DLC, ohne Spaß. Alter, dieses Ultra-Instinkt-Scheiße, das fuckt richtig ab, gell? Boah, mal gucken, ob ich das schaffe. Ich habe noch Vegeta noch gar nicht gepusht. Bruder, hör doch mal auf mit dem Scheiß. WTF? Oh mein Gott, Alter. Ich eskaliere gleich. Wirklich, also es ist gleich so ein Moment, wo ich echt ausraste. Aber ich habe ganz gut Schaden gerade gemacht. Oh mein Gott. Alter. Ist okay. Oh Gott, Freunde, was ist hier los, ey? Aber wir haben ihn gleich besiegt, Sehr schön. So, jetzt rastet er nochmal aus. Irgendwas kommt noch. Merkt ihr das eigentlich? Ich kann ja gar nichts machen dagegen. Ich muss ihn auf jeden Fall danach pushen. Oha, Alter. Oha, ich komme da gar nicht mehr raus, ey. Der pusht mich da richtig in den Boden rein. Endlich. Einfach Big Bang spammen und gut ist. Ja, aber das ist ja auch schade, oder? Wenn man die ganze Zeit dieselbe Attacke spammt. So finde ich halt nicht so geil. So, jetzt fehlen noch die 200 Stufen. Die machen wir auch noch, aber... Wie gesagt, jetzt machen wir erstmal hier den Charakter-Push. Das Moveset ist durch den Boost bei Goku extrem schnell. Damn, dude. Mal gespannt. Also Goku werden wir auch nochmal spielen, aber jetzt erstmal das mit Vegeta fertig machen. So, Vegeta ist über 100, also müssen wir das hier nehmen.
Mal gucken, ob wir den höher kriegen als Goku. Na, es könnte knapp werden. Von der Menge her, was wir haben. Ah. Wird knapp. Obwohl, müsste eigentlich reichen, oder? Sag mal, kann man diese Weihwasser, kann man die auch für die anderen Charaktere nutzen? Für Piccolo, Trunks und so weiter und so fort? Also wenn ich jetzt wieder in der normalen Welt bin, geht das? Okay, sehr gut. Oh, es hat fast gereicht. Es hat fast gereicht. Aber wir sind 131 war es, glaube ich. Ja, 131. Ist auch eine stolze Stufe. Moment kurz. Was wir auch gucken können. Charaktere. Nämlich hier. Dreieck. Okay, hier können wir tatsächlich noch nichts machen. Bis auf das hier. Okay. Gott, kann man sogar steuern, WTF. Also man kann es gedrückt halten, dann ist es ja sowieso länger und so. Und man kann es steuern, ist schon cool. Ist schon cool. So, probieren wir das. Das haben wir noch nicht mal mit Goku gemacht hier, die Mission jetzt. Alter. Boah, wie wenig Leben der verliert. Oh, jetzt fängt der. Oha, meine Leben! Meine Leben! Oha, ich komm da nicht raus! Oha! Bruder, Wiz, jetzt hast du dir echt was eingeheimst damit, wirklich. Ich spam's jetzt, ein Scheißgeil. Junge, nein, 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 lass mich raus, oh mein Gott, da kommt so viel. Ach, Bruder, hör doch mal auf mit dem Ultra-Instinkt, Bruder, das ist so unfair. Du bist sowieso schon krass genug, da brauchst du nicht sowas noch. Alter, er nutzt es halt jedes Mal, gell? Oh, ich hab ihn tatsächlich benommen. Da presst das, Alter. Und weil es so schön ist, ich hab noch ein paar Attacken, Freundchen, hier. Jetzt kriegt er mal alles zu spüren. Ich hau einfach alles raus hier. Sehr schön. Oh nein, 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 weg, 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 weg. Immer noch nicht. Diese Energie, Alter. Und jetzt hier, friss das, Alter, Freundchen. Und tschüss. Mit Koffern würde die noch geil aussehen. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Aber ich habe jetzt hier alles rausgehauen, Freunde. Mehr habe ich nicht. Diese Energie, die hat gesprießt. Ihr wisst. So, haben wir auch geschafft. So, jetzt würde ich sagen, jetzt pushen wir noch einmal ganz kurz und dann hätten wir alles geschafft.
Und dann gibt es auch den finalen Kampf gleich gegen Virus. Virus-sama. So ekelhaft, jedes Mal da so weit runter zu gehen. Also jetzt übertreffen wir tatsächlich Goku. Also wir sind vom Level her stärker wie Goku jetzt. 140. Ne, 139 sind wir. Ja, 139. Oh weia. Aber ich dachte gerade, Speer hat gefriest. Virus, der Virus. Sate. So, die Katzin, die danach kommt jetzt hier, die müssen wir uns angucken. Heute muss ich gar nicht so krass kämpfen, da reicht doch das hier. Ja gut, wenn ich halt treffe, gell. So, jetzt müsste eine Katze mit Virus kommen, dass Vegeta stark genug ist, bla bla. Lol, Soundbug, hört ihr das? Wir sind noch in der Mission vom Sound her gewesen. Super Saiyajin Zuka. Oh ja, so ist das. Korewa. <笑>頑張ってるね。結構結構。ビルス様。あれからどうだい？ベジータはちゃんと強くなったんだろうね。ういっす。そうですね。まあ、今の段階でもこの宇宙において、トップクラスと言っていいかと。よし。それならさっさとスーパーサイヤ人ゴッドになってもらおうか。スーパーサイヤ人ゴッド？ Super Saiyajin Goddo to wa 6人 no Tatsumari. Das ist jetzt immer wieder dasselbe hier, das überspringen wir mal. Bla bla bla. Genau. Das ist wieder dasselbe hier. Jetzt kommt wahrscheinlich dasselbe Bild sogar wieder. Obwohl sogar von einer anderen Richtung diesmal. Dankeschön. So, aber es ist derselbe Text. Alter, das Bild ist aber auch sick. Oh, da muss aber ein Screenshot her. Aber da muss aber ganz, ganz schnell ein Screenshot her. Ein Screenshot, erstmal abspeichern. Boah, das ist aber auch geil. Goku denkt sich auch, Bruder, ich will auch. Korega Super Saiyajin Goto. ようやくか。待たせやがって。申し訳ありません。まあまあ、ビルス様。ベジータさんがゴッドになれたんですよ。これで思い切り戦えるというものじゃありませんか。まあ、確かにそうだが。おい、ベジータ。覚悟はできているんだろうな。 もはや逃げられん。やるしかなかろう。だが覚悟するのはそっちだ、ビルス。これほどの力があれば貴様なぞ。本格的な運動は実に久しぶりだ。少々力のコントロールが甘くなるかもしれん。コロッと殺してしまったらすまんな。死んでたまるか。 Also fand ich, bin jetzt echt auf groß gespannt, gell? Jetzt, also, wenn jetzt nicht was Geiles kommt, dann weiß ich auch nicht. Transformation sieht schon mal geil aus. Wir machen auf jeden Fall nachher noch ein Voting zu Gott, Vegeta und Goku. Da bin ich mal echt auf eure Meinung gespannt. Ich habe nämlich schon eine Idee. So, bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Können uns gleich auch transformieren. Also hier den Boost einsetzen. Dann sehen wir auch die neue Animation. So, das müssen wir noch ausweichen. Das kann man null ausweichen, ey. So, schauen wir uns das mal an jetzt. Okay, da fand ich Goku geiler. Definitiv.
Da fand ich Goku tausendmal geiler als das gerade. Die Pose war cool so, aber Goku war geiler. Aber Kombo ist heftiger. Ja. Nein, der hat's aber beendet. Alter. Hör mal auf jetzt. Tschö, gar nicht gesehen. Wir müssen warten, ich kann ihm nicht keine Leben abziehen. Ja. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt erwarte ich echt Geiles, Freunde. Haltet euch zurück! Haltet euch fest! Wirklich! Jetzt wird's heftig. Ich fühle das. Typisch Vegeta. Kommt da noch was? Oh ja. Oh. Jo! Was ist das denn? Oh, ist aber echt schwer. Was war davon besser? なるほど、やるじゃないか。Schwierig。ふん、ギリギリ旧大点かな。雑なところもあるけど、そこはまあこの先に期待ってところか。では合格ということですね。おめでとうございます、ベジータさん。よかったですね。合格？ええ、実はもしゴッドの力を扱いきれなかった場合、ビルス様はあなたを消してしまうおつもりだったんですよ。な、しかし暇つぶしに付き合うだけだと？スーパーサイヤ人ゴッドにまでしてやったのに、暇つぶしにもならんようなやつは不要だからね。だがお前は扱えた。今後の暇つぶしのためにも生かしておいてやる。なスーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということは、あなたも神の一端に触れることになります。分かっているな。その力下手に使うんじゃないぞ。もうちょい kommt gleich。もしバカなことに使ったらその時は消しに行くからな。はい。いずれお前の力が僕の役に立つ時が来る。その時までせいぜい力をつけておくことだな。お疲れ様でした、ベジータさん。これにて修行完了です。疲れた。強くなったのは間違いないが、ストレスで胃が。何やら体調が悪いようですが、一言いいですか？なんだ。もし修行をもう一度受けたくなったら遠慮なく言ってください。ビルス様を満足させてくれたお礼です。いくらでも修行をさせてあげますよ。わかった。Krass. Also das haben wir auf jeden Fall geschafft, Freunde. Götterhitzeblitz haben wir bekommen. Das ist wahrscheinlich der Angriff, den wir gerade gestartet haben. So. Moment kurz.
So, für Goku 1 in den Chat und für Vegeta 2 in den Chat. Viel Spaß. Ich bin sehr gespannt, aber ich habe schon eine Ahnung, wie ihr voten werdet. Oha. 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 Wir machen mal das Voting wirklich in die Mitte, weil das ist jetzt wirklich der Hauptgrund gerade hier. Krass. Moment mal kurz, ich öffne mir das mal. Wir haben aktuell 12 Leute, 13 Leute für Goku, 49 Leute für Vegeta, 51 Leute für Vegeta, 52, wird immer mehr, 53, 13 für Goku, 56 für Vegeta. Also alle, die jetzt gerade mal wirklich hier im Stream dabei sind, ich meine, wir sind über 250 Zuschauer, ihr müsst nur die Zahlen in den Chat reinschreiben, das reicht schon. Ich will wirklich mal so ein richtiges Ergebnis haben, was wirklich komplett ausgewertet ist. So, das werde ich eh nicht hinkriegen, aber insgesamt haben jetzt 75 Leute gevotet. Das würde mich echt mal... Es bringt auch nur, wenn ihr das einmal reinschreibt. Es bringt nicht, wenn ihr es mehrmal reinschreibt. Ihr könnt nur ein einziges Mal voten. Und wenn ihr falsch votet, habt ihr auch Pech. 84 Leute haben jetzt gevotet, 85. Werden immer mehr, das freut mich auf jeden Fall. 86, 89, 90 Leute. 92, 93... Ich will echt mal jetzt ein Ergebnis haben. 100 schaffen wir. 94, 95, 96. Kann man das eigentlich bei dem Voting-Fenster für euch auch sehen? Nee, ihr seht nur die Prozentzahl. Okay, weil ich habe nochmal ein anderes Fenster. Ich kann es euch auch nämlich zeigen. Uno momento. So. Hier könnt ihr sehen, wie viele Viewer gevotet haben. Und hier auch die Leute, wie viele für diesen Punkt gevotet haben. 100 Leute haben wir jetzt. 101. Es ist krass. Also Vegeta ist auf jeden Fall an vorderster Front. So. Ich habe extra meine Meinung nicht gesagt, Freunde, um das Voting wirklich so unbeeinflusst zu lassen, wie es einfach nur geht. Und ich finde tatsächlich Vegeta auch ein kleines Stückchen besser. Liegt aber auch daran, dass ich Vegeta als Gottform sowieso geiler finde als Goku. Ich war noch nie ein Freund von Goku in der Gottform. Noch nie. Ich habe das noch nie gefeiert. Aber, es heißt nicht, dass ich scheiße finde, aber ich finde halt optisch sieht es einfach nicht so geil aus. Aber Vegeta ist tatsächlich heftiger. Sei es jetzt mit der Animation, ja. Aber sei es auch als Charakter an sich, finde ich. Krass, ey. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass so viele Leute gevotet haben. Es freut mich sehr. Falls ihr mich sowieso unterstützen wollt, Freunde, ich habe das noch gar nicht erwähnt heute, ihr mir einen Sub da lassen wollt, ihr seht ihr genau unter mir. Subscore ist 40 von 175. Ich würde das so gerne mal wieder knacken wegen neuen Emote oder so. Wenn ihr mich sowieso unterstützen wollt und vielleicht einen 5er frei habt, dann könnt ihr gerne mal subben. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Wenn ihr Twitch Prime habt, sowieso. Dann könnt ihr es sogar kostenlos machen. Da verliert ihr keinen einzigen Cent oder so. Aber wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn da vielleicht noch der ein oder andere Tritt dazu kommt. Puh. So, dann hätten wir das geschafft. 103 haben gevotet. Vegeta hat gewonnen mit 72,8%. Respekt. Respekt. Dankeschön fürs fleißige Voten. So, was wir jetzt noch machen werden, wir werden hier mal kurz das Zeug hier angucken. Können wir Vegeta jetzt noch pushen? Weil ich würde ganz gerne... Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so Material bekommen habe zum Pushen, weil sonst würde ich das jetzt alles Goku geben. Tatsächlich, wir haben noch ein bisschen was bekommen. Aber auch nicht viel. Das geht hier leider nicht. Dass ich jetzt nochmal mit Goku spiele. Wir können aber auch nochmal ganz kurz die neue Attacke testen von Vegeta, das ist kein Problem. Aber dann würde ich jetzt noch ein bisschen Goku pushen. Und dann würde ich ganz gerne noch, warte kurz, der Breaker kann eigentlich weg hier. Achso, ich muss das ja erst dem beibringen, gell? Dass wir da noch den Kampf gegen Beerus machen mit Level 250. Das hätte ich auch, ehrlich gesagt, noch richtig Bock drauf. Du weißt, dass du das wiederholen kannst mit dem Weihwasser. Bekommst immer wieder fürs Ja, ich weiß, aber für den Stream ist das halt echt langweilig, wenn ich das die ganze Zeit mache. Weißt du, ich meine? So ein Ding ist das. Also wenn wir die 500 Subs schaffen, dann mache ich einen Sekiro-Stream, ja. Einen. Einen. Aber hat echt Bock gemacht. So, dann würde ich mal sagen, achso, wir wollten ja noch das mit Vegeta testen, gell? Stimmt, Moment. Ich bin gerade voll durch den Wind, weil ich gerade einfach nicht weiß, was ich sagen soll. So, Attacke haben wir drinne. Super Saiyan God haben wir auch.
Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen noch mal kurz einen Trainingskampf hier. Shugyou wo yaritai no desu ka? Machen wir mal so einen auf... Was können wir denn machen? Machen wir den 100er, oder? Den kriegen wir easy hin. So, als erstes mal Super Saiyan God. Okay, und jetzt schauen wir uns mal die Attacke an. Ja. Ja. Ist okay. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Aber muss man wahrscheinlich noch hochpushen oder so, keine Ahnung. Aber schon ganz geil. Aber allein das Bild unten rechts mit Vegeta, wie einfach in seiner Gottform ist, das ist schon Baba. Alter, hier geht's wieder richtig rund. Was? Das haben wir überlebt? Meine Fresse. So, haben wir geschafft. Vegeta hat jetzt eine Nebenmission, geht zum Fisch. Ja, aber was sind das für eine Nebenmission? Etwas kommen mit Orakelfisch sprechen. Schreibt mir mal ganz kurz rein, was das für eine Nebenmission ist, weil wenn wir die auch mit Goku haben, dann würde ich das jetzt eher gerne mit Goku machen. Kann's noch nicht schaffen. Warum empfiehlt man mir das dann? Ist meine Spende eigentlich angekommen oder geht das nicht? Also bisher kam noch keine Spende an. Der ist 200. Nee, das machen wir nicht. Da muss ich erst noch ein bisschen pushen. Das schafft ja wahrscheinlich nicht mal mein Goku. Wir wechseln jetzt aber nochmal ganz kurz den Charakter. Charaktere. Ist Goku alles schon trainiert? Ja. Mann, ich drücke immer das Falsche. Ich hasse das bei dem Spiel, wirklich. So, Goku. Aber Moment mal, wir können ja Gruppe... Nicht veränderbar. Wir müssen tatsächlich alleine. Scheiße, sonst hätte ich da Vegeta reingeklatscht. Schade. Aber easy, wie das hin und her wechselt. Aber hier kann ich jetzt gegen Vegeta kämpfen, oder was? Aber der ist wahrscheinlich 240, das, was ihr vorher gesagt habt. Das versuche ich jetzt, glaube ich, an der Stelle erstmal nicht. Heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal noch ein bisschen trainieren. Ne, das bringt nichts hier. Wir müssen wahrscheinlich das hier machen. Das 200er müssen wir sowieso machen. Dann probieren wir es erstmal damit, Freunde. Fuck, ich hab das Ding nicht drin. Nein! Nein, ich hab kein Gott-Ding drin. Kann ich nochmal rausgehen? Training beenden. Wenn, dann will ich mit Gott kämpfen, Freunde. Wenn, dann will ich mit Gott kämpfen. Ist ja klar, oder? Wäre ja langweilig. Charaktere... Alter, ich raste aus bei dem Spiel wirklich. So, was brauchen wir nicht? Super Saiyan brauchen wir nicht, gell? So, jetzt. So, ich will mal den Angriff sehen. Gott kam mir mehr. Das kann man halt wirklich steuern. Wie cool ist das denn? Und ich kann es gedrückt halten. Lul. Lol. Bis mein Ki halt komplett weggeht. Lol. Haust du rein, Sidari? Oh fuck. Wir müssen transformieren. Moment. Weil jetzt können wir uns das Gott-Kamehameha mit Animation ansehen, Freunde. Tschüss! Oha, also als Animation sieht das ja richtig heftig aus. Krass, ey. Also das hat echt gesessen gerade. Ich bin echt gespannt, ob das letzte DLC
Ultra-Instinkt wäre, auch wenn ich das nicht glaube, weil das DBS ist, aber das wäre halt echt so das Ultimative, was man eigentlich machen könnte, so. Das würde ich halt echt heftig finden. Alter, wie oft er das macht. Ja, wenn ich allein das Ultra-Instinkt die Aura hier sehe, weil Wiss setzt ja hier auch Ultra-Instinkt ein. Wenn ich das hier schon sehe, wie geil das aussieht, das würde bei Goku so heftig aussehen, wenn es dauerhaft die ganze Zeit. Fuck, ich hab verloren. Oh Gott. Scheiße. Der Blue wird bestimmt im nächsten DLC kommen. Alter, jetzt habe ich echt verloren, weil ich kurz nicht aufgepasst habe. Scheiße, Mann. Egal, dann probier es nochmal. Ja, das ist ja auch das, was ich glaube, Mayo. Oder Mayo. Das ist ja auch das, was ich schon ehrlich sage, dass die wahrscheinlich nur die DBZ-Filme bringen. Also, sprich, Resurrection of F. Und das dritte wird wahrscheinlich dann irgendwas anderes sein. So, keine Ahnung. Der kriegt gerade jede einzelne Attacke von mir ab, ey. Ohne Gnade. Also die Transformation finde ich optisch geiler, wie das von Vegeta, muss ich ganz ehrlich sagen. Tschüss. Hör auf, lol, der ist einfach Sushi, bitte. Alter, wie viel das abzieht, das Zeug. Kurze Konzentration, Freunde. Lol, ich schieß einfach irgendwo hin. Spooky Challenge von Wiz. Ach, Zaino. Warum? Sowas musst du nicht klippen. Immer nur die guten Momente von Safe festhalten. Automatische Ultra-Instinct Safe ohne Kieferlust. Ja, oha. Du kannst Kontrolle hinlegen, da passiert gar nichts mehr. Da ist dann einfach vorbei. Das ist das Spiel einfach vorbei. Das ist dann, wie Monte sagen würde, er hat das Twitch-Game durchgespielt. Nur, dass ich dann sage, ich habe Kakarot-Game zu 1 Million% durchgespielt. Mehr kann man nicht mehr schaffen, Freunde. So, und jetzt beenden wir es. Wäre auch dafür, dass er mal den 250er Level gegen Beerus teilt. Ja, aber mit dem Level, was ich aktuell habe, ist das ja unmöglich. Das ist ja unmöglich. Ich muss ein paar Mal wahrscheinlich die 200er Stufe machen, dass ich ein bisschen Level kriege und dann kann ich es gerne versuchen. Aber jetzt mit, wie viel bin ich? 136, das werde ich niemals schaffen. Der ist über 100 Level über mir. Wie soll ich das hinkriegen? Also, ich bin gut. Aber ich bin nicht Jesus. Noch nicht. So, Moment, jetzt pushen wir mal ein bisschen, dass er allgemein ein bisschen stärker wird, dann können wir diese Mission auch schneller durchspielen. Guck, ultimatives Weihwasser sogar, oha. So, und damit haben wir Vegeta ebenfalls überholt. Oha.
Wir sind auf jeden Fall ziemlich viele Level aufgestiegen. Ach, guck mal, hier haben wir noch Supreme Vibe. Achso, das kann man gar nicht hier nutzen. Das kann ich dann Vegeta geben, weil das kann ich Goku nicht mehr geben. Ach du Scheiße. Also wir sind auf jeden Fall ein gutes Stückchen stärker geworden. Das Einzige, was wir noch gucken können, um Goku allgemein stärker zu machen, dass wir eben vielleicht bei dem Fähigkeitsbaum noch ein bisschen pushen können, weil das schaltet sich ja immer wieder mehr frei hier, wie zum Beispiel hier. Also die Gottform ist stärker geworden. Also wir müssen es halt echt bis hierhin schaffen. Auto Super Saiyan Gott. Dann haben wir die Gottform dauerhaft von Anfang an ohne Kieferlust. Das ist echt, also das ist Next Level. Guck mal, hier auch schon mal. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich ziemlich viele Z-Kugeln verliere. Also es kostet schon einiges. So, jetzt mal gucken, wie schnell wir jetzt das schaffen hier. Also er verliert auf jeden Fall schon mal mehr Leben hier. Ach Bruder, hör doch auf wieder jetzt damit. Seht ihr, das ist die Ultra Instinct Aura hier. Das ist schon heftig. Ich sag euch, die werden das ins Spiel bringen. Ich meine, die Story ist ja auch nicht originalgetreu wie aus dem Anime, aus dem Film oder aus dem Manga oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Also man kann den Ultra Instinct schon irgendwie reinbringen, wenn man da meint, hier seine Story eigen zu erzählen. Und das wäre halt schon geil, wenn sie das wirklich machen. Ich habe alles für dich bereit, Wiss, keine Sorge. Ihr seht schon, ich mache die Kämpfe viel schneller jetzt gerade. Nicht verlieren, nicht verlieren. Ich will nicht rausfliegen. Oh mein Gott. Der Whis konnte gerade gar nichts machen. Der hat nur noch zwei Balken. Also ich würde sagen, bis 20 Uhr. Oder sollen wir es auch so machen? Wir machen es so. Ich werde jetzt bis 20 Uhr gegen Whis kämpfen. Das sind halt 20 Minuten. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. 20 Minuten. Und dann werde ich einmal versuchen, gegen Dings zu kämpfen. Gegen Vegeta und Beerus. Wenn ich es schaffe, cool. Wenn ich es nicht schaffe, Pech. Ist das ein Deal für euch? Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Sehr schön. Aber diese Mission, wenn ich die nochmal abschließe, kriege ich dann trotzdem nochmal? Diese Sachen, diese extra Sachen, tatsächlich, ich krieg die sogar immer wieder. Oha. Oha. Empfehlung, mach nicht Vegetas Mission. Okay, wenn du mir sowas empfiehlst, dann musst du mir aber auch begründen, warum. So, Fischi, hast du vielleicht irgendwie ein bisschen Ultraheil-Limonade? Wie viel Geld habe ich denn? Nur 300.000? Weil die brauche ich hier eigentlich am meisten. So, Moment mal, wir haben ja wieder was bekommen. Ist halt echt ätzend, dass man immer wieder auf die Sachen draufgehen muss und das halt so pushen muss hier so. Aber so werde ich halt am schnellsten stärker. Anders geht's glaube ich nicht. Also mein Ziel ist schon eigentlich so das Level 200 erreichen. Das habe auch wenn es ein bisschen... Ach, das geht auch, ja? Vegeta ist 240, hat vorher jemand reingeschrieben. Oder mehrere, glaube ich sogar. Beerus ist 250. Also ich denke mal, wenn mein Goku 200 ist, dann könnte ich es schaffen. Ab dann, würde ich sagen, kann er es schaffen. Davor wird's schwierig. Oh!
Scheiße, der hat mich da voll rausgeholt. Egal. Nein! Ich guck kurz auf den Chat und bin tot. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist doch voll der Witz, Mann. Das ist doch voll der Witz. Soll ich das einfach nochmal machen? Bruder, Alter. Komm, hör auf. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich bin eigentlich nicht so jemand, der da voll aufgibt. So, keine Ahnung. Außer bei Souls Games. Da bin ich. Da habe ich keine Konzentration für. Ich habe ihn wieder gleich benommen. Und zwar jetzt. Was? Ein Strich noch. Komm. Alter, das füllt sich gleich wieder auf. Sehr, jetzt haben wir ihn. Wieder alles reinhauen, Freunde. Combo. Bitte. Der kann einfach gar nichts machen, Wiz. So muss man den bekämpfen. BRS benommen machen. Und dann würde ich eine reinhauen. Hä, was trifft mich denn da immer? Sehr schön, besiege einen Gegner mit einem Superangriff. Sin ist heute bei Beerus verzweifelt. Echt so schlimm, oder was? Oh weia. Oh weia. Oh weia. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, noch schneller zu steigen im Level? Wisst ihr da vielleicht irgendwas? Oder ist das wirklich so, wie ich es jetzt gerade mache, die schnellste Variante? So, wieder alles reinhauen. Ich würde schon ganz gerne schaffen, also mich juckt schon so ein bisschen in den Finger, gegen Vegeta und Beerus zu gewinnen, also auf ihren maximalen Leveln halt in dem DLC. Hätte ich schon echt Bock, das hinzukriegen. Komm, ich schaffe ihn fast unter einer Minute. Ja komm, das ist mies, ey. Das ist mies. Also, knapp eine Minute brauche ich ihn, um ihn jetzt zu besiegen, auf der höchsten Stufe. Das ist doch schon mal was. So, ich würde mal sagen, wir machen wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Wiz hat dich geprankt. So in etwa. So in etwa. So, ultimatives Weihwasser. Hallo, habe ich was verpasst? Ja, so ein ganz, eigentlich das ganze DLC, aber ansonsten eigentlich nicht viel. So, das haben wir auch. Supreme Wasser können wir wieder Vegeta geben. So, wir sind jetzt 177, schon krass. Es gibt halt tatsächlich Leute, die haben es geschafft, gell? Ohne das DLC auf 250 zu kommen. Was haben die denn bitte gemacht die ganze Zeit? Wie kann man das denn bitte im normalen Spiel schaffen?
Es gibt tatsächlich Leute, die haben das geschafft. Wo ich mir auf YouTube dann dachte, WTF, habt ihr irgendwas geraucht? So, keine Ahnung, ist euch irgendwie... Seid ihr gaga im Kopf so? Wer macht denn sowas? Das ist doch... Hä? Wie soll denn das easy sein? Das ist doch nicht easy, das ist einfach nur lebensmüde. Also wirklich. Naja, damals war noch keine Quarantäne, wo das Spiel rauskam, also... Ich weiß nicht. Das kann ich nicht so ganz wahrnehmen mit Quarantäne. Sehr schön. Kann ich die Drachenfaust eigentlich mehrmals hintereinander einsetzen? Tatsächlich! Lul! Und so kann ich ihn noch viel einfacher besiegen. Lul! Lul! Okay, Hermann, davon? Also, Hermann, ich verstehe, warum gibst du mir den Tipp erst jetzt? So ein bisschen damit früher rauszurücken, wäre schon ganz geil gewesen, so. Mit der Drachenfaust ist das ja voll easy. Das ist also so ein Moment wieder, Hermann. Warum erst jetzt? Sag mir das doch viel früher. Wusste nicht, dass die Drachenfaust so krass ist, dass ich so weit spawne, dass ich das dauerhaft einsetzen kann. So, gucken wir mal. Also ich habe es tatsächlich geschafft unter einer Minute. Ja gut, den Kampf haben wir auch auf normale Weise geschafft. Ich will ja nur schnell die Erfahrungspunkte kriegen, dass ich halt wirklich jetzt schnell vorankomme. Sonst würde ich das eigentlich echt nicht einsetzen. Wiss denkt ja auch so, warum habe ich ihm nur die Gottform beigebracht? Der ist viel zu krass jetzt. Scheiße. Lul. Noch dazu, wenn du ein Menü kaufst bei Chichi, dann bekommst du das noch einfach hin. Ja, welches Menü? So, ich glaube, ich mache noch ein, zwei Mal und dann sollte es eigentlich, dann kommen wir locker auf 200. Aber so ist es ja voll easy. Oh, Bruder, hör auf. Jetzt ist sein Betäuben gleich wieder da, weil er... Oh, gerade noch gerettet, ey. Nein, 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 nein. So, Wiz, lass dir schmecken. Also, es macht schon Bock, das so zu machen. Legen wir los, Freunde, da kenn ich nix. Spende kam? Echt jetzt? Gerade gar nicht gesehen. Guck ich mir auf jeden Fall gleich an. Wir hatten gespendet. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ich habe es gerade echt nicht mitbekommen. Ich war gerade voll in meinem Flow. Drinne. Alter, meine Leben. Alter. Keine Chance. Jetzt hör mal auf, Bruder. Er setzt ja nur noch das ein. Hey, was soll ich da denn machen? Puh.
Also einmal Mai noch und dann pushen wir mal wieder ein bisschen. Ah ne, Moment mal, erst transformieren. Was mache ich hier? Wann kommt ungefähr ein neues Dragon Ball Spiel raus? Kann ich dir gar nicht sagen, du. Aktuell ist kein neues geplant. Aber soll... Also es gibt scheinbar so einen Vertrag. Ich habe das mal mitbekommen, dass jedes Jahr mindestens ein Dragon Ball Spiel erscheinen muss. Heißt, wir sollten eigentlich... Also wir haben ja dieses Jahr schon eins bekommen. Heißt, eigentlich dieses Jahr sollte keins mehr kommen. Wenn dann nächstes Jahr. Deswegen schwierig. Ich denke, dieses Jahr wird bestimmt noch was angekündigt, so, aber dann kommt es nächstes Jahr. Wir haben ja erst Neues bekommen. Kakarot hier. Irgendwie wird der auch immer stärker, kann es sein? Sehr schön. Wenn man sieht, wie krass das Game aussieht, dann wird die Szene von Demon Slayer Folge 19 ja richtig krass aus. Oh ja. Das könnte richtig heftig werden, du. So. Probieren wir es mal so rum. So, vielleicht sind wir schneller. Nee, dauert sogar länger. Tschö. Okay. Guck mal, wir haben 43 Stück von den Dingen. 43 Stück. Aber von Fighters bis Kakao sind 2 Jahre vergangen. Kam nicht noch vielleicht dazwischen irgendwas raus? Ich weiß nicht, ob Handy-Games zum Beispiel dazu zählen oder ob 3DS oder Switch. Guck mal, für Switch kam ja auch noch was raus hier. Dragon Ball Heroes. Ist auch ein Spiel. Das Super Dragon Ball Heroes da. Irgendwas habe ich da mal mitbekommen. Aber Super Dragon Ball Heroes müsste, glaube ich, dazwischen sogar sein, zwischen Fighters und Kakarot. Ja, müsste sein. Achso, du, stimmt, ich wollte ja nachgucken wegen der Spende. Uiuiui, tut mir leid. Voll vergessen. Ich habe auch gerade nachgefragt, wer mir die gespendet hat, aber ich habe es noch gar nicht gesehen. Du. So, erstmal Dankeschön an John. $5. Ich habe beim Trainings-Community die Stufe 10 gehabt und hab immer gegen Bonja gekämpft. 3 Stunden gebraucht. Krass. Und in 3 Stunden hast du Level 250 erreicht, oder was? Heftig. Also das muss ich dir echt lassen. Ich glaube, das kann ich jetzt auch nicht. Doch, das kann ich tatsächlich noch nutzen. Lol. Okay, jetzt kann ich es nicht mehr nutzen. So. Jetzt sind wir Stufe 204, Freunde. Also ein, zwei Kämpfe kriegen wir noch hin. Und dann versuchen wir uns mal an Vegeta und so. Aber ich glaube nicht, dass ich es hinkriege, aber ich versuche es. Ich gebe mein Bestes, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wie der Hase hoppelt. Nein, hör doch auf, Mann! Mann! Sehr schön. Ja, Jump Force zählt aber nicht als Dragon Ball Spiel. Es muss Dragon Ball im Titel haben. Ich glaube, dieser Tipp hier mit der Drachenpost, gell, das ist der entscheidende Tipp gewesen, um wirklich schnell jetzt diese 200 erreicht zu haben. Sonst hätte ich wahrscheinlich viel länger gebraucht. Lol. Ich habe so viel Ki, um so viele Drachenfaustattacken einzusetzen. Das ist schon heftig.
gewinne innerhalb von unter einer Minute. Wir haben es geschafft. Tatsächlich, wir haben es auch vorher schon geschafft, aber jetzt habe ich es wirklich auf Bild und hab's gesehen. Alter. So, einmal machen wir noch und dann muss es reichen, Freunde. Dann muss es reichen. Mehr kann ich nicht tun. Scheiße, ich habe keinen Key. Oh, leck mich doch, ey. Komm. So, den Kampf gegen Vegeta und gegen Beerus, den mache ich natürlich normal. Das ist wie gesagt nur fürs Training hier. Das wird es schnell schaffen. Alter, wir haben es echt geschafft. Schon wieder unter einer Minute. Obwohl ich am Anfang noch Key laden musste. Alter, Alter. Oh, weia. So, wir haben 20 Uhr, Freunde. So, heißt, wir haben ja gesagt, bis 20 Uhr trainieren wir. Das sollte reichen. Ich hoffe es. Was? Wir machen eine kleine Umfrage. Wir machen eine kleine Umfrage. Okay, so, wir machen jetzt noch eine ganz kurze Umfrage. So, jetzt könnt ihr voten. Ja, 1 in den Chat, nein, 2 in den Chat. So, jetzt bin ich mal gespannt. Puh. So, in der Zeit mache ich noch ganz kurz Charaktere. Gott kam mir mehr auf höchste Stufe. Nein, da fehlt mir Z-Kugel. 400 Z-Kugel fehlen mir. Wollt ihr mich verarschen? Moment mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob da welche sind. Ich glaube, ich habe vorher welche gesehen. Hier hinten. Waren die nicht vor welche? Doch, da hinten sind welche. Alter. Gib mir Z-Kugeln. 25.000 brauchen wir. Bruder, kann ich ja sowas von am Arsch. Was? Bruder. Komm mir die ganze Zeit. Hä? Was? Ja, miese Brise, Freunde. Obwohl, da hinten ist eine größere rote Kugel. Vielleicht reicht es da an. Ich will noch eine rote Kugel. Reicht das? Reicht immer noch nicht. Bruder. Nein, mach nicht diesen. Komm. Kann ich knicken. Kann ich knicken. Z-Kugel-Hunter ist halt echt so. Ist halt echt so, Freunde. Was soll ich noch dazu sagen? Wir verprobieren es einfach. So, 85% sagen ja und 14% sagen nein. An die Leute, die nein gesagt haben, danke, dass ihr kein Vertrauen an mich habt. Ich bin sehr enttäuscht, aber ich versuch's trotzdem. Danke auf jeden Fall an die 37 Leute, die mir vertrauen. So, dann probieren wir das Ganze mal jetzt. Oi. Kakarot, du und ich haben eine noch größere Kraft erlangt, die Kraft eines Super Saiyan Gottes. Ja, dank des Trainings von Whis und Lord Beerus fühle ich mich stärker denn je. Dann weißt du sicherlich, was das bedeutet. Ich weiß genau, was du denkst. Wir beenden die Sache hier und jetzt.
Oha, was ich hier alles krieg. Empfohlene Stufe 250. Götter gegen Gott. Was? Alles klar. Ich hoffe, du bist bereit für die Niederlage. Okay, das sieht schon heftig aus. Wird schon irgendwie. Na, gucken wir mal. Ich muss natürlich euch was bieten hier, Freunde. Ist ja klar. Jetzt macht ihr den Scheiß schon wieder. Den kannst du dir gleich sparen, Freundchen. Ich würde ihn gerne betäuben. Wir haben ihn gleich betäubt. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt haue ich ihm jede Attacke einmal rein. So, wie geht da? Kennst du das? Mein Limit Breaker! Und jetzt die Drachenfaust. Bam, Alter. Na, hast du den Dragon Ball Film damals gesehen? Und kennst du das hier noch? Die Genki Dama, lass es dir schmecken. Und jetzt habe ich noch was für dich. Und zwar das Götter-Kamehameha. Fress es! Freunde. Ich sollte Dragon Ball Folge schreiben. Akira, wenn du das hörst, melde dich bei mir. Du weißt Bescheid. Telefonnummer hast du. So, aber Kampf haben wir gleich geschafft, Freunde. Boah, gerade noch rausgekommen. Schöner Versuch, Vegeta! Götter Kamehameha! So muss das aussehen. Tschüss, wie viele Erfahrungspunkte? 1,9 Millionen waren das, glaube ich. Tschüss. dass ich nicht lache, dass du so wirklich kämpfst mit voller Stärke. Das war nur zum Aufhören. Mach dich bereit, Kakarot. Als ob die nochmal kämpfen jetzt. Ja, okay. Nur so. Dings. Wie es aussieht, haben die beiden beachtliche Fortschritte erzielt. Ich weiß nicht so recht, sie mögen ja Super Saiyan Götter sein, aber gegen mich hätte keiner von ihnen eine Chance. Du bist der Gott der Zerstörung, Lord Beerus? Oder weniger, es wäre ein ziemliches Problem, wenn sie dich auf absehbare Zeit besiegen könnten. Was willst du damit sagen? Mehr oder weniger? Ohoho, nur ein kleiner Witz, mehr nicht. Ich frage mich, was denn bitteschön? Einzeln sind mir auf keinen Fall gewachsen, aber zusammen könnten sie also recht unterhaltsam erreichen. Meine Güte, versuch bitte deine Neugier im Zaun zu halten, Lord Beerus. Es wäre ziemlich ärgerlich, diesen Ort reparieren zu müssen, solltet ihr drei ihn zerstören. Wenn man davon ausgeht, dass die beiden überhaupt genügend Stärke besitzen, um so etwas zustande zu bringen. Du hast echt gern deinen Spaß, oder? Jetzt wird wahrscheinlich das nächste sein. Du wirst langsam müde, nicht wahr, Vegeta? Das geht dich nichts an, Kakao. Ihr beiden macht ja einen ziemlichen Aufruhr. Lord Beerus. Wir entschuldigen uns. Marina. Tut mir leid, Vegeta erzählt ständig davon, dass ihr gegen mich kämpfen will. Also, was? Wag es nicht, mir die Schuld dafür zu geben. Du warst einverstanden, gegen mich zu kämpfen. Ich will mal ehrlich sein. Mir ist egal, wer von euch stärker ist. Ihr mögt ja göttliche Stärke erlangt haben, aber im Vergleich zu mir verblasst ihr trotzdem. Naja, bisher stimmt das, aber wer sagt, dass wir dich jetzt nicht besiegen können? Immerhin haben wir uns sonst was abtrainiert, während du einfach nur ein Nickerchen gemacht hast. Du Idiot. Hast du überhaupt eine Ahnung, mit wem du hier redest? Entschuldigung, Lord Beerus, dieser Clown weiß nicht, was er sagt. Nein, ich glaube, es könnte endlich Zeit sein, zu sehen, was ihr zwei mittlerweile drauf habt. Oh, du kämpfst also gegen mich? Nicht nur gegen dich. Ich will, dass du mit Vegeta gemeinsam angreifst. Das sollte mich zumindest wach halten. Oh, ich hatte eigentlich gehofft, ich würde in einem Zweikampf gegen dich antreten. Verdammt, Kakarot, lern endlich mal dein loses Mundwerk im Zaum zu halten. Wir bleiben erstmal beim 1 gegen 1. Was 1 gegen 2 Format? Denn Solo-Kampf gibt es nächstes Mal. Ist das für euch in Ordnung? Ist der jetzt auch auf 250? Moment, ist das jetzt der wahre Endgegner? Weil wenn ja, dann machen wir das jetzt hier nochmal.
Uno momento. So, jetzt dürft ihr nochmal voten. Ich lasse das auch die ganze Zeit laufen für den Kampf. Ja, das ist es. Na schön, dann machen wir es wohl auf deine Weise. Perfekt. Die Idee, mich mit Kakao zusammenzutun, gefällt mir gar nicht, aber wir beide als Super Saiyajin-Götter müssten Beerus eigentlich in die Schranken verweisen können. Ich bin bereit. Okay, auf geht's. So, Beerus, heute bekommst du endlich, was du verdienst. Ein Kampf der Götter. Mit nicht einem, sondern zwei Super Saiyajin-Göttern. Das dürfte gut werden. Und los. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. So, Konzentration. Alter, wie wir auf ihn eindreschen. Tür hat er gar keine Chance. Alter, bleib mal hier. Betäuben, betäuben, Vegeta, betäuben ihn. Sehr schön, Vegeta. So, hau ab. So, du kriegst natürlich auch jede einzelne Attacke einmal ab, Freundchen. Das ist gar nicht der Endboss, okay. Egal, wir machen die anderen nochmal. Ich dachte, das ist schon der Endboss, sorry. Aber ihr könnt ja trotzdem voten. So, und jetzt tun wir uns natürlich noch away. Alter, was macht er jetzt? Oh, okay, ist erwacht. So, Alter, das ist so ein epischer Kampf hier. Alter, hör auf, hör auf, hör auf. Meine Fresse! Alter Falter. Das ist schon... Also das dafür, dass der alleine ist, ist schon krass. Was ne Kombi! Was ne Kombi! Vegeta, bam, haut ihn zurück! Ich mit dem Götterkammer mir einfach nur noch so. Also das war Kombi des Todes, Freunde. Was meinst du, Lord Beerus? Nicht schlecht, wir schlagen uns gut. Wenn wir so weitermachen, ist Beerus schon bald erledigt. Anscheinend war die ganze Parallelerei doch nicht nur Gerede. Ihr seid gar nicht mal so übel. Aber ich muss sagen, langsam nervt mich das. Was? Ich denke, ich werde jetzt mal meine wahre Kraft einsetzen. Oh weia. Er hat noch nicht genug? Es ist noch nicht vorbei. Oh, dieser Blick von den beiden. Moment, da muss ich einen Screenshot machen. Das ist geil so. Was soll das? Wir sind wieder normal. Ihr zwei, was macht ihr da? Okay, das reicht. Ich denke, wir belassen es dabei. Offenbar könnt ihr die Super Saiyajin-Gott-Transformation in diesem Ausmaß beibehalten. Was? Ernsthaft? Und es hatte gerade angefangen, Spaß zu machen. Was für eine Enttäuschung. Jetzt habe ich kein Interesse mehr daran, gegen euch zu kämpfen. Tut mir leid, Lord Beerus. Ich dachte wirklich, ich hätte mehr drauf. Du bist immer noch nicht annähernd da, wo du sein solltest. Ich erwarte von dir, dass du dir bei deinem Training wesentlich mehr Mühe gibst. Oho, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass dich die beiden Saiyajin ein bisschen nervös gemacht haben. Halt den Mund, Wes. Für mich war das nichts weiter als eine Aufwärmübung. Ich bin nicht mal im Entferntesten ins Schwitzen gekommen. Und jetzt müsste man so an der Seite so eine Schweißperle laufen sehen. ich werde noch mal ein Nickerchen machen. Störe mich ja nicht. Satte. Also, das ist... Ja, solch eine Reaktion bei Lord Beerus hervorruft, ist der Beweis für eure beachtliche Fortschritte. Ich bin ziemlich beeindruckt, dass ihr es geschafft habt, Lord Beerus, oh, ich sag immer Beerus aus Versehen, Lord Beerus dazu zu bringen, seine wahre Kraft einzusetzen. Ihr seid auf jeden Fall um Längen besser als bei unserem ersten Treffen. Lord Beerus ist ein echter harter Knochen.
Ich muss noch viel stärker werden, um endlich allein gegen ihn kämpfen und ihn besiegen zu können. Die Ehre, Lord Beerus zu besiegen, wird ganz allein meine sein, Kakarot. Oho. Eure Rehabilitiert ist wirklich sehr faszinierend. Okay, wir haben es tatsächlich geschafft, Freunde. Und das war scheinbar auch der finale Kampf. Es gibt natürlich noch diesen Optionskampf da gegen ihn, aber das ist für mich der finale Kampf. Ich meine, das ist mit Story hier verbunden. Ich hätte nicht erwartet, dass sich solche Fortschritte erzielen. Aber ich muss schon sagen, ich freue mich darauf zu sehen, wie stark sie noch werden können. Es ist vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis ihre Stärke der Götter übersteigt. So, Tion Slave haut nochmal 5 Subs raus. Oha. Vielen, vielen lieben Dank, Tion Slave, für 5 verschenkte Subs. Freut mich auf jeden Fall sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Okay, den Kampf haben wir schon mal geschafft hier. Jetzt haben wir da drüben noch Beerus. Den können wir jetzt auch nochmal machen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir vielleicht nochmal Gegenstände bekommen haben als Belohnung. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Aber ich glaube nicht, weil wenn ja, dann würde ich mir die noch reinpfeifen. Nee, haben wir nicht. Schade. Ich würde aber sagen, wir probieren trotzdem jetzt noch zum Finale wirklich diesen Beerus, ob ich den jetzt auch alleine besiege. Wir sind Level 220, heißt 30 Level unter Beerus. Aber wir können es mal probieren. Vielleicht schaffe ich es. So, jetzt machen wir das Voting gleich nochmal. Und zwar wirklich komplett nochmal. So. Jetzt dasselbe nochmal. Und jetzt könnt ihr jetzt sagen, das ist jetzt wirklich im Einzelkampf gegen Beerus Level 250. So, das überspringen wir jetzt einfach mal hier. Und noch ein Sub von Tears Live. Vielen, vielen Dank. Also hier, Leute, die Leute, die jetzt einen Sub geschenkt bekommen haben, bedankt euch mal, wirklich. Das ist echt das Mindeste. Ja, das überspringen wir jetzt einfach mal hier. Ich bin bereit. Lass loslegen, Kampfgelaber. Oha, ich muss das ja selber opfern. Okay, das könnte echt schwieriger werden. Oha. Oha. Oha, er setzt einfach Hakai ein. Oha. Hä, wieso kann ich keine Heillimonade und sowas einsetzen? Hey, seht ihr das? Ich kann nichts einsetzen, obwohl ich die Items hab. Geht wahrscheinlich im Trainingskampf nicht. Oha. Ja, das ist gefährlich verlieren. Oh mein Gott, gerade noch eingesetzt. Nein, was machst du? Oh, nein, nicht der Scheiß. Nein. Verloren. Das ist der wahre Kampf. Hä? Wie soll denn das gehen? Ich kann mich ja nicht mal heilen. Das ist ja voll die Rotze. Also, klar, Voting, ihr habt ja gesagt, danke auf jeden Fall fürs Vertrauen, aber das habe ich absolut in die Tonne geschossen gerade. Vergiss nicht zu blocken, ja. Boah, fuck. Ich will es doch mal versuchen. Einmal versuche ich es noch. Alter, die Attacken ziehen so viel Leben ab. Ich versuche ihn gerade zu betäuben. Alter! Oh nein, nicht der Scheiße wieder. Nein! Also den zu betäuben ist ja echt unmöglich, ey. Wie soll ich den betäuben, ey?
Macht er es nochmal? Ja, er macht es nochmal. Oh mein Gott, hör mal auf, Alter. Nein! Nein! Hör auf! Es ist jetzt wirklich der letzte Versuch, Freunde. Ich muss mal kurz die Licht anmachen. Es ist tatsächlich jetzt der letzte Versuch, wirklich. Nein, 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 Color soll bleiben. So, Moment. Es ist jetzt wirklich der... Dankeschön an T2 für 50 Bits. Also das ist echt... Das ist krass, wirklich. Das ist echt Next Level, wirklich. Boah, gerade noch erwischt, ey. Puh. Ich hab ihn gleich betäubt. Das ist echt das Einzige, was man da machen kann, um diese scheiß Attacke zu stoppen. Ich hab ihn betäubt! Einmal setzt du rein. So, jetzt muss ich. Also, jetzt kann ich es echt schaffen, Freunde. Guckt seine Lehmann. Oh, weg, 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 weg. Nein! Nein, nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Alter, wir. Ja, verloren. Wenn du das schaffst, bist du Gott. Es wurde immer besser und besser, von Runde zu Runde. Ein Versuch noch, easy. Was sagt ihr, Chat? Was sagt ihr? Soll ich es noch einmal versuchen? Obwohl ich gesagt habe, dass ich es nicht mehr machen werde. Alle guten Dinge sind drei. Sagt ihr, soll ich es noch einmal versuchen? Das ist aber wirklich die finale Runde. Das ist so wirklich der letzte Kampf. Okay. Ein einziges Mal, Freunde. Wenn ich es jetzt schaffe, okay? Dann nennt ihr mich ein Jahr lang Godsummer. Nein, Spaß. Okay. So. Da kann ich nichts machen bei der Attacke. Ich kann nicht blocken, geht nicht. Oh mein Gott, ey. Alter, das war der größte Fehler. Das war der größte Fehler. Ja, und er setzt nochmal ein. Das war der größte Fehler. Das hätte mich nicht treffen dürfen. Ach nee, ey. Das war krass, wirklich dumm von mir. Ja, und schon wieder. Nee. Ich will es nicht mit Spam gewinnen, wenn ich in diesen. Wenn ich ihn
betäube, dann kann ich das ruhig kurz spammen, so, aber nicht die ganze Zeit so. Das ist voll langweilig. Ich muss nochmal, weil der Versuch war echt nix. Der war wirklich nix. Ich möchte es mit einem gescheiten Versuch machen. Vergesst den Versuch von gerade einfach. Weg, 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 weg. Vergiss es. So, Joshida, motto boku o tanoshimasero. Weg, 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 weg. Vergiss es diesmal nicht, Freundchen. Sehr schön. Der haut jetzt aber echt raus hier. Oh mein Gott, der war hinter mir. Das gibt's doch nicht, Mann. Es fuckt so ab, ey. Was ist das? Er trifft mich einmal mit so einer Scheißkugel. Was ist das? Ich hatte Full Life! Full Life, Digga, das geht doch nicht! Bis auf so einen Schaden habe ich gehabt, nur so! Nee, Freunde, das ist vorbei, wirklich. Ich muss heute noch irgendwas machen. Nee, ich glaube, jetzt habe ich genug Rage, um das nicht mehr zu schaffen. Aber ganz ehrlich, seid mal ehrlich, ich habe das echt, dafür, dass ich Level 220 bin, ich will es nicht flexen so, aber dafür, dass ich 220 bin, habe ich das echt gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie krass Sidney verkackt hat, weil vor Sidney irgendwie erwähnt wurde, aber für Level 220 war das echt heftig. Ja klar, ich habe es ja gemerkt mit dem Muster, gerade wenn diese roten Funken, da kommen diese rot-schwarzen Funken, da hau ich ja direkt ab, weil er diesen Doppelangriff nach vorne macht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Halt dein Maul. Auf meine Ehre. Oh mein Gott. Er fliegt mit den Kugeln rum. WTF, bist du krank, Alter? Jo. Das war's, Freunde. Ich habe so viel Schaden schon bekommen. Ja, genau das hier. Das habe ich zu spät gesehen. Ja, guck, verloren. Alter. Bei den Leben, die ich da noch habe.
少し楽しくなってきたぞ。Nee, jetzt ist vorbei, Freunde. Nee, das war's für mich, wirklich. Jetzt ist echt vorbei. Nee, wirklich, also... Was soll ich dazu nur sagen, Freunde? Ich habe wirklich alles gegeben, was ich machen konnte. Ich habe es einfach nicht geschafft. Das sollte es auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet einfach euren Spaß. Wirklich, also... Dankeschön, Tier und Zwei, für 69 Bits. Ich verstehe schon, 69. Auf jeden Fall Ehre. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet euren Spaß. Es war echt lustig, aber für heute ist vorbei. Das überlebe ich nicht mehr, wirklich. Hat euch der Stream gefallen? Schreibt das wenigstens noch rein. Der hat keinen Bock mehr. Nee, ich bin wirklich fertig mit der Welt für heute. Wirklich, für heute bin ich einfach fertig. Also ich fand es auf jeden Fall einen geilen Stream. Vielleicht lade ich es hoch auf YouTube, den kompletten Stream, dann könnt ihr es nochmal angucken. Da gibt es auch den Rage-Anfall nochmal zu sehen von gerade eben. Und diese Woche möchte ich noch einen Reaction-Stream machen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt muss ich erstmal scheißen gehen. Nein, ich muss nicht scheißen gehen, aber ich muss irgendwo hin, wo ich mich richtig beruhigen kann. Der Kampf ist echt ätzend gewesen gerade. Oha. Alles klar, Freunde. Ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz tollen Abend. Einen besseren als meinen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tödödö. Schönen Abend. Ciao, ciao.